Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im politischen Kabarett. Das Programm heißt Bis neulich. Das ist und bleibt so eine wilde Mischung. Alte und neue Texte. Und wenn Ihr Lieblingstext nicht dabei sein sollte, dann müssen Sie einfach nochmal wiederkommen. Und die Experten kennen sich ja aus. Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Griechen. Das wäre jetzt christlich, oder? Das Geld den Armen geben. Zum Glück nimmt man seine Religion ja nicht ernst, sonst wäre man ja auch Moslem. Das Geld den Armen geben, eine der größten Pointen aller Zeiten, da sind die Kollegen seit 2000 Jahren mit auf Tournee, auch im Kreis Limburg. Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarte immer gut aufheben, wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie eigentlich für eine Funktion in dem Schweinesystem, hä? Ich meine das Ausbeutesystem, in dem wir leben. Ganz offensichtlich, oder? Das Jobwunder Deutschland, wo findet das statt? Im Niedriglohnsektor. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt. Und noch nie konnten so viele Menschen vor der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Ich habe immer gesagt, beschäftigen kann ich mich selber. Eine Million Deutsche arbeitet inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen. Die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Oder kennen Sie Aufstocker? Das sind die, die für ein paar Euro die Stunde ein paar Stunden Arbeit die Woche haben. Und wenn Sie nur 4 oder 5 Stunden Arbeit haben in der Woche, dann sind Sie nicht arbeitslos. Dann sind Sie nicht in der Statistik. Sie haben keine 35-Stunden-Woche, Sie haben nicht mal eine 35-Euro-Woche, aber Sie haben Arbeit. Und wenn Sie 35 Euro in der Woche verdienen, kriegen Sie den Rest aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Aufstocker. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Und wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was denn? Dann sagen Sie halt, Moment. Dann holen Sie den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier, Freundchen, ich war im Widerstand. Das Interessante ist, die Menschen, die hier verarscht werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa sind die Menschen zum Teil wütend auf der Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe. Ich glaube, die Verarschten hier sind schon einen Schritt weiter. Die haben schon begriffen, das hilft alles nichts mehr, in diesem Wirtschaftssystem noch zu demonstrieren. Die gehen noch nicht mehr wählen. Ein Drittel der Bevölkerung geht nicht mehr wählen. Warum auch? Warum sollen Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Fragen Sie mal, was ihm lieber ist. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Rot-Gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Wer hat denn Hartz-IV gemacht? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat Hartz-IV gemacht. Rot-Grün hat damals den Reichen die Steuern gesenkt. Um 10% ist die Einkommensteuer gesenkt worden. Rot-Grün hat die Firmenverkäufe steuerfrei gestellt, die Hedgefonds ins Land geholt. Und als der Staat fast pleite gegangen wäre, da haben die nicht die Steuern wieder erhöht, sondern haben Hartz-IV eingeführt, um den Staat wieder zu sanieren. Rot-Grün hat bewiesen, um die ganze neoliberalen Schweinereien zu machen, da braucht man die FDP überhaupt nicht. Und das haben die Wähler auch begriffen. Jetzt ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag. Wobei, das war schon eine Sensation, oder? Ich habe es bis zuletzt nicht glauben wollen. Ich muss auch sagen, ich war geschockt, also dass das überhaupt erlaubt ist, im Bundestag ohne FDP. Am Wahlabend, ich habe schon die ein oder andere Träne verdrückt, da stehe ich auch zu. Dass ich das noch erleben durfte. Aber diese Bundestagswahl war dann eine Katastrophe. Ein Drittel ist gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl angegeben, sie wüssten noch nicht, was sie wählen würden. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, ach, drück ab. Und seit der Wahl wissen wir nur endgültig, ohne Angela Merkel geht es nicht. An Angela Merkel führt kein Weg vorbei in diesem Land, politisch gesehen. Das ist, da muss man auch Konsequenz haben, finde ich. Man muss auch mal eine Konsequenz ziehen. Ich schlage offiziell vor, solange diese Frau lebt, soll man das mit dem Wählen einfach schenken. Ja, ich finde, Angela Merkel soll alle 4 Jahre sagen, mit wem sie zusammen regieren möchte. Wir wählen doch sowieso so, dass sie sich den Koalitionspartner aussuchen kann. Da können wir uns doch den Wahlkampf schenken. Das ist eine Beleidigung für jeden, der bis 3 zählen kann.
Die Merkel ist einfach unschlagbar. Das ist der FC Bayern München der deutschen Politik. Nur ohne Pep halt. Aber einen super Trick, den beherrscht sie, und da fallen alle immer wieder drauf rein. Wenn alle vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft der François Hollande schon hinter der Merkel gestanden hat, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Die Merkel agiert wie ein geschickter Magier. Ein Magier, der lenkt sie ja mit seinem Gequatsche von dem ab, was er mit seinen Händen macht. Und die Merkel lenkt sie mit ihren Händen von ihrem Gequatsche ab. Und den Rest der Ablenkung besorgen dann die Medien selber. Unsere Medien sind dazu da, uns zu beschäftigen. Nicht uns aufzuklären und zu informieren, sondern wir müssen beschäftigt werden, weil der Deutsche regt sich sehr gerne auf, das liegt in seiner Natur und das muss aber gesteuert werden. Damit wir uns nicht über Dinge aufregen, die wirklich systemverändernd sein könnten, da müssen uns Skandale präsentiert werden. Und da gibt es eine ganze Palette, die werden immer wieder abgerufen und auch wahrscheinlich irgendwo entwickelt die Skandale. Zum Beispiel, eigentlich ist ja jetzt gerade noch fast Grippesaison, aber dieses Jahr haben sie sich auf kein Tier einigen können. Wie oft sind wir schon von Pandemien dahingerafft worden? Was ist aus der Vogelgrippe geworden? Fragen Sie mich nicht, fragen Sie die Schweine. Und dass die Grippesaison dieses Jahr quasi ins Wasser gefallen ist, das war dann das Pech vom ADAC. Da waren die gelben Engel plötzlich die Ersatzschweine. Das war so ein Skandal ganz nach dem Geschmack von Angela Merkel. Sie, sowas lieben unsere Politiker. Ein Skandal, wo alle mitreden können, wo sie alle aufregen können, der Stammtisch kocht über und es geht um nichts. Es geht um überhaupt nichts. 19 Millionen ADAC-Mitglieder, die wollen nur eins, Pannenhilfe im Ernstfall. Ob davon 34.000 oder 3.400 ihr Lieblingsauto aussuchen. Das ist der berühmte Sack Reis in China. Die haben da beim ADAC Statistiken gefälscht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und als sie die gelben Engel endlich alle wieder eingesammelt hatten, da kamen sie mit Herrn Edati und seinen seltsamen Neigungen. Und das war ja schon sehr interessant am Anfang. Weil der Herr Edati, der hatte da ja Material offenbar. Das ist sehr abscheulich, aber ganz offensichtlich war das zumindest nicht strafbar zu dem Zeitpunkt. Das kann man doof finden, aber wir wissen nicht, alles, was abscheulich ist, ist strafbar. Das wissen wir seit Gerhard Schröder. Und da muss dann ermittelt werden. Ist das jetzt Kinderpornografie, da ist das erlaubter Schweinkram? Und da haben die natürlich beim Bundeskriminalamt lange ermittelt. Da haben die intensiv, ich stelle mir das vor, wie die da vor den Bildern gesessen haben und monatelang geguckt haben, was ist das jetzt? Komm du auch noch mal gucken, sag doch mal. Da müssen die jetzt beim Bundeskriminalamt aber einen dabei gehabt haben, der sich wirklich auskannte. Zum Glück, der hat da gesagt, nee, das, was der da hat, der Edati, das ist völlig harmlos. Da habe ich ganz andere Sachen zu Hause auf dem Rechner. Jetzt kann man so einen Bundeskriminalamtsmitarbeiter, der mit kinderpornografischem Material erwischt wird, den kann man einfach so verschwinden lassen. Den zieht man aus dem Verkehr, der kriegt einen Strafbefehl, wird abgeurteilt und wird in ein, zwei in den Ruhestand versetzt. Ist klar, damit er mehr Zeit für sein Hobby hat. Aber der Name wird nicht bekannt. Wir wissen bis heute nicht, wer das war. Man will ja keine Existenzen vernichten. Wenn aber bei Herrn Edati noch nicht klar ist, was es ist, und man erst eine Hausdurchsuchung machen muss, dann muss da natürlich die Presse zu eingeladen werden. Man will ja keine Existenzen vernichten. Irgendwas hat der Edati doch falsch gemacht, abgesehen von seinen Neigungen. Der muss doch irgendeinem beim Bundeskriminalamt zu sehr auf die Füße getreten sein. Wahrscheinlich als Vorsitzender vom NSU-Untersuchungsausschuss. Ja. Ich habe direkt gesagt, der mit den Typen vom BKA lieber Bildchen tauschen soll. Wobei, einen Vorwurf musste der Edati machen. Also wenn ich schon so eine Veranlagung habe, dann werde ich nicht Politiker, dann werde ich Priester. Da bin ich unter Gleichgesinnten und da kommt das auch nicht raus im Normalfall. Es sei denn, der Beichtvater heißt Hans-Peter Friedrich. Der Hans-Peter Friedrich, der würde das mit dem Beichtgeheimnis genauso wenig verstehen wie mit dem Dienstgeheimnis. Hans-Peter Friedrich, das war ja der intellektuellste Innenminister, den wir je gehabt haben. Der war so hervorragend als Innenminister, dass er dann zum Gemüse versetzt worden ist.
Ja, viele sagten, da ist er näher an seinem Kopfinhalt. Hans-Peter Friedrich hat dem Sigmar Gabriel verraten, dass gegen Herrn Edati ermittelt wird. Damit hat er sich strafbar gemacht mit dieser Information. Denn er hat ein Dienstgeheimnis verraten. Das ist gesetzlich geregelt, das ist strafbar. Der Sigmar Gabriel hat es dem Oppermann und dem Steinmeier erzählt, der hat sich nicht strafbar gemacht, weil der ist kein Geheimnisträger. Der Seehofer hat sich tierisch aufgeregt, nicht, dass der Friedrich sich strafbar gemacht hat. Das ist bei der CSU Zugangsvoraussetzung. Der Seehofer hat sich aufgeregt, dass der Gabriel so geschwätzig ist. Der Seehofer hätte das alles für sich behalten, das ist doch klar. Und der Oppermann, der hat dann bei dem Zirkel vom BKA angerufen, um rauszufinden, was nun wirklich los ist. Und dann kommt der Bosbach von der CDU, das ist ja auch so ein Intellektueller, der innenpolitische Experte, und sagt, ja, das würde ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehen, was die da im Untersuchungsausschuss erzählt hätten. Der Zirkel sagt, die hätten miteinander telefoniert, aber er habe nichts gesagt. Und der Oppermann hat gesagt, er habe nichts gefragt. Was denn das für ein Telefongespräch gewesen sein soll? Mensch, Bosbach, wie lange bist du eigentlich schon dabei? Hat dir das nie einer beigebracht, wie man das macht? Der Oppermann, der ruft bei dem Zirke an und sagt, Herr Zirke, ich habe hier ein Problem. Ich habe gehört, gegen meinen Parteifreund Edati wird ermittelt. Ich weiß, ich darf Sie da nicht nachfragen, sonst mache ich mich ja strafbar. Und Sie dürfen da nichts zu sagen, sonst machen Sie sich ja strafbar. Ich muss aber wissen, was los ist. Ich habe eine Regierungsbildung am Laufen. Ich schlage Folgendes vor. Wenn Sie jetzt nichts sagen, dann weiß ich Bescheid. Und dann sagt der Zirke nichts. Und da kann der Zirke im Untersuchungsausschuss sagen, ich habe nichts gesagt. Und der Oppermann kann sagen, ich habe nichts gefragt. Und wenn der Bosbach sich mal die Mühe machen würde, das Telefongespräch bei der NSA anzufordern, da könnte er sogar mal hören, wie das klingt, wenn der eine nichts fragt und der andere nichts sagt. Aber damit werden wir beschäftigt, wer wem wann was wo erzählt hat. Das sind die Themen, mit denen wir abgelenkt werden. Skandale, Skandale, Lebensmittelskandale werden immer wieder gerne genommen. Da kann der Deutsche sich immer aufs Neue wieder aufregen. Man kann nichts mehr essen. Mit vollem Mund wird da rumgejammert. Letztes Jahr war es ganz schlimm. Es ist die Bio-Eier von Hühnern, die gar kein Bio-Fleisch zu fressen gekriegt hatten. Dann der Jahrhundertskandal, Sie erinnern sich, im letzten Jahr der Skandal überhaupt, Pferdefleisch in der Lasagne. Da war der Deutsche außer sich. Also da muss man auch mal sagen, der Deutsche ist geduldig. Er hat kein Problem damit, wenn einer seine Telefongespräche abhört. Es ist ihm egal, ob seine E-Mails mitgelesen werden, aber Pferdefleisch in diesem urdeutschen Gericht Lasagne. Da ist Schluss mit lustig. Da ist auch mal eine Grenze erreicht. Ich sag Ihnen, wenn da die Amis hintergesteckt hätten, da wären wir einmarschiert. Da wäre alles vorbei gewesen. Ich habe mich mal wieder gefragt, wieso ist für 1,99 in der Lasagne überhaupt noch Fleisch drin? Vor 2 Jahren war Dioxin im Schweinefleisch. Können Sie sich daran erinnern? Ja, da haben die zugegeben, dass sie die Schweine mit Klärschlamm mästen. Ich habe mich gefragt, warum machen die sich die Mühe, den Schlamm erst noch in die Schweine reinzupressen? Also in die Vierbeinigen. Das kann man doch heute mit Aromaverstärkern aufbereiten, sicher auch. Da gibt es bestimmt was von Dr. Oetker. Mit den lebenswichtigen Vitaminen B, S und F. Unter der Marke Klofrost könnte man alles wunderbar auf den Markt bringen. Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn nichts mehr hilft, dann müssen Sie auch mal darauf achten. Wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, weil es ganz schlimm ist, dann kommen Sie mit den Migranten. Das zieht auch immer. Weil da hat der Deutsche ein Thema, da haken alle Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Und Juden sind nicht mehr genug da. Und dann, vor 2 Jahren, Anfang Mai, durften die Polen plötzlich europaweit frei ihren Arbeitsplatz wählen. Die Übergangsfrist war abgelaufen und dann dieser Artikel im März in den Zeitungen. Oh, jetzt kommen die Polen. Millionen von Polen standen hufescharrend an der Grenze.
um uns jetzt zu überrennen, aber die meisten sind wohl durchgelaufen. Es ist nicht viel passiert. Jetzt dieses Frühjahr waren es dann die Rumänen, die Bulgaren, schon wieder sind sie auch in den Haufen gelaufen worden. Wahnsinn! Und die CSU war außer sich und hat sofort gesagt, wer betrügt, der fliegt, aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Dann lese ich, dass 25% der Rumänen, die kommen, einen akademischen Abschluss haben. Und schon begreife ich die Ängste der CSU. Da kommen jetzt Leute mit einem richtigen Doktortitel, das wird eng. Die Migranten. 20% der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten und im Gegensatz zu Uli Hoeneß und Ali Schwarzer ihre Steuern zahlen, kommen ursprünglich von woanders her. Und mit den meisten funktioniert das wunderbar. Wir müssen dankbar sein, dass die hier sind. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Da haben Sie völlig recht. Das darf man auch laut sagen. Das ist kein Tabuthema, Herr Sarrazin. Der hat da ja das große Buch mit gemacht. Ne? Deutschland schafft sich ab, die Migranten sind schuld. In dessen Augen sind ja alles die Migranten schuld. Der hat ja noch ein Buch danach geschrieben über die Eurokrise. Haben sich viele mitbekommen. Ne? Das Buch ist aber auch interessant, weil die Eurokrise, das sind laut Sarrazin auch die Migranten schuld. Ja, diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Ja, einem echten Deutschen wie dem Sarrazin macht der Ausländer nichts vor, ob er kommt oder bleibt. Ne? Herr Sarrazin sagt ganz klar, nicht, das Problem in Griechenland ist das gleiche wie in Berlin-Neukölln, zu wenig richtige Deutsche. Wenn es überall nur richtige Deutsche gibt, dann würde ordentlich gewirtschaftet, da gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Ein deutscher Kapitän wäre mit dieser Costa Cordalis niemals untergegangen. Es gibt einfach viel zu wenig richtige Deutsche, wir hätten diesen blöden Krieg nicht verlieren dürfen. Nein, es ist kein Tabuthema, dass Migranten Probleme machen. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Was reden Sie? Was reden Sie von Integration? Glauben Sie, man kann diese Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man doch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber dann wären es Bandidos, oder wie heißen die? Aber Kopftuch, das ist auch so ein Thema, wo der Deutsche sich aufregen kann. Kopftuch, da kann man immer wieder, oh, die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann ja der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Da will er sie vom Kopftuch befreien. Der Brüderle hätte es am liebsten von der Bluse befreien. Ja. Je befreiter die Frau ist, desto besser ist er für alle. Ja, da tragen da welche ein Kopftuch. Muss mich das ernsthaft interessieren? Hallo, wir haben Religionsfreiheit, oder? Ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass einem der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Auf sowas wächst man doch irgendwann raus, dann entwickelt man eigene Wertvorstellungen. Heute sage ich mir, Religion ist was für Leute, die den Alkohol nicht vertragen. Es gibt katholische Akademiker, die halten Vorträge darüber, dass man Homosexualität mit Globuli heilen könne. Ja, natürlich müsste man die eigentlich einschläfern, aber man tut es nicht. Man erträgt das dumme Geschwätz. Das ist nämlich Toleranz. Tolerare heißt ertragen, aushalten. Das hat mit Tollfind überhaupt nichts zu tun. Es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Gott glauben. Und es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Allah glauben. Das hat auch mit Religion nichts zu tun. Ein Arschloch ist ein Arschloch. Fertig aus. Aber der Islam bedroht Deutschland. Ja, ja.
Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie da spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Wir haben ein Problem, aber das ist doch nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer. Das ist echt ein Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Nach offiziellen Angaben fällt für jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn ein ganzes Schuljahr aus. Und da sind die Vertretungsstunden noch gar nicht mit drin. Vertretungsstunden, das sind die Stunden, wo Lehrer vor Klassen stehen, die ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. Wir haben zu wenig Krankenschwestern. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in den Krankenhäusern los ist, was da rationalisiert wird? Reden Sie mal mit Menschen, die da arbeiten, da kommt Ihnen das Gruseln. Wir haben zu wenig Altenpfleger, wir haben zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrleute. Es brennt an allen Ecken der Gesellschaft und wir diskutieren über Maut für Ausländer und über Kopftuch. Wo bin ich hier? Aber genau das ist das, was die Medien machen. Genau da wollen sie uns haben. Nicht über die zentralen Themen diskutieren. Versuchen Sie mal einen Artikel über die Zustände in Altersheimen unterzubringen in der Zeitung. Da sagen die, ach komm, da haben wir schon mal berichtet und mit Altersheimen können Sie auch beschäftigen, wenn Sie da liegen, haben Sie noch Zeit genug dafür. Wenn Sie aber verkünden, dass Sie morgen hier auf dem größten Platz der Stadt öffentlich den Koran verbrennen, da rücken die mit 20 Kamerateams an. Da haben Sie die volle Aufmerksamkeit. Da spürt der Journalist eine Informationspflicht, wenn einer den Koran verbrennen will. Können Sie sich noch erinnern an Terry Jones, diesen amerikanischen Prediger? Dieser Mann lebt in den USA in einem Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner mit Namen. Er hat eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich geschart. Von dem hätte kein Mensch jemals Notiz genommen, wäre denn hier auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbrennen. Sofort hatte der weltweite Aufmerksamkeit. Der ist von morgens bis abends interviewt worden, nur auf die Ankündigung hin, den Koran zu verbrennen. CNN, die ganze Welt war von mir. Meine Tagesschau hat jeden Abend 13 Minuten Zeit, um über das Wichtigste aus aller Welt zu berichten. Die haben damals eine ganze Woche lang jeden Abend 2 Minuten lang darüber berichtet, dass sich ein Wichser in einem Kaff in den USA einen runterholen wollte. So was nennen die heute Journalismus? Ich habe noch gelernt, wenn einer wichst, da gucke ich weg. Die machen dann einen Brennpunkt draus. Und dann stimmt meine Programmierung für den Krimi wieder nicht. Terry Jones, ein klassischer Fall für die Geheimdienste wäre das gewesen, um sowas mal geheim zu halten. Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt, die hätten was gut machen können. Ich hätte dem Mann noch nichts getan. Ich hätte Terry Jones eingepackt, samt Feuerzeug, Benzinkanister und Koran und hätte den Kabul auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und da hätte ich gesagt, so Referent Dicke Lippe, hier ist Ihre Zielgruppe, der Herr sei mit Ihnen, top, die Wette gilt. Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Vollidiot, mit dem keiner was zu tun haben will. Und jeder von ihnen denkt im Augenblick an jemand ganz Bestimmtes. Das Ehepaar hier vorne diskutiert noch. Aber die will ich doch nicht in der Tagesschau sehen. Aber das ist das, was die Medien machen. Die spielen Spiele mit uns. Die benutzen Themen. Arabischer Frühling, ein wunderbares Beispiel. Er ist alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist die einzige wahre Lebensform. Sie werfen die Fesseln ab, diese wunderbaren Bilder. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon wieder nach. Ja, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seitdem können wir die Hilfsverben auseinanderhalten. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließ sehr schnell nach. Die waren da alle befreit und sind gar nicht zum Christentum übergetreten. Das sind Moslems geblieben, das hat überhaupt keiner verstanden. Und dann kamen die ersten freien Wahlen, in Tunesien waren glaube ich die ersten, und da wählen die mehrheitlich muslimische Parteien. Moslems, die muslimische Partei, da waren unsere Zeitungen völlig ratlos.
Da konnten sie Schlagzeilen lesen, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Was hat das mit Demokratie zu tun, wenn Sie eine Partei wählen, die Sie für die richtige halten? Demokratie ist, wenn Sie das wählen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung für richtig hält. Das ist Demokratie. Das muss man doch unterscheiden können. Wir sind doch die Guten. Wir wissen doch, was Demokratie ist und was nicht. Ägypten, das war doch so ein schönes Urlaubsland, da waren alle begeistert. Jetzt werden ja die koptischen Christen gejagt. Das hätte es doch unter Adolf, unter Mubarak überhaupt nicht gegeben. Da lässt man diese Ägypter frei wählen. Da wählen sie einen Herrn Mursi als Präsidenten, einen Islamisten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Islamist. Das ist ja im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Der Mursi wird demokratisch gewählt und macht ein paar Gesetze, die den Leuten nicht gefallen. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist mir ja auch schon passiert. Aber sogar Leute, die den Mursi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht. Und ich sage noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Aber dann stellt sich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als unsere. Ja, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie nicht 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Nee, da rufen Sie einfach bei der Armee an. Also können Sie den Mann mal verhaften, das geht hier so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat ja alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort rufen, ja gerne, wo soll ich sie hinhängen? Das ist ja, die von der Leyen, die schacht ja auch immer mit den Hufen, die ist ja auch auf dem Weg nach ganz oben. Das ist ja unsere Reservemutti. Jetzt ist sie erstmal die Mutti der Reserve. Das ist... Er hat ja schon so viele Ministerien, er ist ja eine blonde Allzweckwaffe, die Frau. Und die hat immer großartige Ideen. Nicht? Jetzt freut die Welt sich schon auf Teilzeitkriege. Und ich bin besonders gespannt auf das familienfreundliche Erschießen feindlicher Soldaten. Mit Waldorfwaffen. Auch schön Ihre neueste Idee, dass die Zugangsvoraussetzungen zur Bundeswehr erleichtert werden sollen. Immer mehr junge Menschen erfüllen ja die körperlichen Voraussetzungen nicht mehr, um bei der Bundeswehr mitmachen zu können. Das soll jetzt alles gelockert werden. Da können auch die Dicken zur Bundeswehr. Das hat den Vorteil, bei der nächsten Oderflug brauchen Sie die Sandsäcke gar nicht mehr mitzubringen. Aber stellen Sie mal vor, wir rufen die von der Leyen an und sagen, können Sie bitte mal die Merkel verhaften lassen mit Ihrer Armee? Und wenn dann CDU und CSU ein Protestcamp machen, um gegen die Verhaftung der demokratisch gewählten Regierungschefin zu protestieren, dann erklären wir die zu Terroristen und lassen die über den Haufen schießen. Das ist das, was in Ägypten passiert ist. Sie können ja von diesen Muslimbrüdern halten, was sie wollen. Aber die waren nun mal die demokratisch stärkste Kraft. Und das waren auch die, die es gewagt hatten, gegen den Mubarak und die Militärdiktatur zu kämpfen. Die haben demonstriert, sind zu Terroristen erklärt worden und über den Haufen geschossen worden. Und dann steht bei uns in der Zeitung, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet. Ja, und die Artikel hat der Janukowitsch in der Ukraine natürlich auch gelesen. Und als dann da demonstriert wurde, da hat er nicht gewartet, bis er abgesetzt wurde und verhaftet wurde, da hat er von sich aus schießen lassen. Da hat die zu Terroristen erklärt und schießen lassen. Ja, und da war auch wieder falsch. Wenn jetzt die Übergangsregierung die prorussischen Kämpfer zu Terroristen erklärt und erschießen lässt, dann ist wieder gut. Man muss halt immer die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragen. Man muss da differenzieren können. Es ist ein Riesenunterschied, ob die Amerikaner den Irak plattbomben, anschließend einmarschieren und 100.000 Menschen über den Haufen schießen und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Ja, shit happens, ja, viel Spaß damit in eurem Land. Oder ob die Russen und der Putin in der Krim die Menschen darüber abstimmen lassen, von wem sie terrorisiert werden wollen. Das eine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, das andere ist eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens. Man muss nur wissen, was ist. Und wir wissen, was gut und was böse ist. Wir sind die Guten, das ist auf jeden Fall immer schon mal klar. Wir können da differenzieren. Der Mursi hat es auch übertrieben in Ägypten, muss man auch mal sagen. Der Mursi, der hat als Präsident, der steht ja jetzt vor Gericht, der ist angeklagt wegen Aufruf zu Mord. Das geht ja nur auch gar nicht. Das würde der Obama niemals machen, sowas. Der ruft ja nicht zu Mord auf, der befiehlt den, aber der ruft ja nicht dazu auf. Der Obama ist ja der friedlichste Mensch überhaupt. Der Obama hatte schon vor seiner ersten Wahl versprochen, er würde Guantanamo schließen.
Das ist ihm bis jetzt irgendwie nicht gelungen. Das war interessant. Selbst letzten Herbst, als die wegen der Haushaltssperre in den USA alles schließen mussten. Da war noch ein Notgroschen für Guantanamo über. Aber der Obama bringt keine neuen Gefangenen mehr nach Guantanamo. Das ist das Tolle. Ja? Denn der Obama macht keine Gefangenen. Der lässt die Leute jetzt direkt vor Ort über den Haufen schießen. Das spart die Transportkosten nach Guantanamo und die Fütterung im Käfig. Das ist das Drohnenprogramm, das kennen Sie doch. Wir reden ja nicht über Verschwörungstheorien. Das ist ein offizielles Programm der Amerikaner. Und der Obama hat eine Liste genehmigt, beziehungsweise aufgestellt oder aufstellen lassen. Da stehen die Namen von Menschen drauf, die weltweit über den Haufen geschossen werden dürfen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschaden. Ja, aber jetzt haben Sie auch so schlechten Umgang. Sie können die Liste ja einsehen. Über 3000 Menschen hat der Obama jetzt schon weltweit abknallen lassen. Stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde eine Liste aufstellen mit den Feinden Syriens und würde anfangen, weltweit die Feinde Syriens abzuknallen. Da wäre die Welt außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Wie kommt der dazu? Wir sind die Guten. Immer dran denken. Wir können differenzieren. Ein Salafist, der in einer deutschen Fußgängerzone kostenlos den Koran verteilt, das ist ein gefährlicher Mann. Den muss man im Auge behalten. Ein Salafist, der in Syrien gegen den Assad kämpft, da kann man noch mal eine Waffe spendieren. Oder vielleicht eine Gasmaske. Wir wissen ja auch, welchen Filter er braucht. Wir haben dem Assad ja auch das Giftgas geliefert. Wobei, das muss ich zurücknehmen. Nein, also das ist natürlich jetzt nicht wahr. Das hat die Bundesregierung klargestellt. Nicht? Das ist ja, nein, die haben 10 Jahre lang Komponenten geliefert, aus denen er dann Giftgas gemacht hat. Das wussten die aber nicht, dass er das konnte. Nein, wir haben Komponenten für Zahnpasta geliefert. Ja, es hat sich nie einer in Berlin gefragt, wie oft die sich da die Zähne putzen sollen. Aber erst als ich herausgestellt habe, dass man mit Colgate ganze Dörfer ausrotten kann, da war die Aufregung riesengroß. Und da waren die Amerikaner aber auch schon in der Luft. Ne? Da wollte der Obama ja zuschlagen. Können Sie sich erinnern? Der hat ja gesagt, also Assad, du kannst ja Leute umbringen, wie du willst, ne? Also, aber nicht mit Giftgas. Ja, der war ja schon 1,5 Jahre Bürgerkrieg, ne? Da hat sich keiner damit gekümmert. Aber Giftgas, da ist die rote Linie und da war der Obama schon in der Luft mit den Bombern quasi. Und dann hat der amerikanische Außenminister, dieser Kerry, das ist auch eine Pflaume, dann sagt er in seinem Interview kurz vor dem Angriff, ja, der Assad könne den Angriff noch abwenden, wenn er das Giftgas ausliefern würde. Und dann sagt der Assad einfach, ja, dann kommt das Zeug da abholen. Habe ich kein Problem mit. Ja, bringen kann ich es nicht, da müsste schon abholen kommen. Und dann stand der Obama da, konnte nicht mehr angreifen. Da können Sie mal sehen, wie naiv diese neue amerikanische Regierung ist. Der Bush, der hat von dem Hussein immerhin noch verlangt, Waffen rauszurücken, die der gar nicht hatte. Wir sind die Guten, vergessen Sie das nicht. Wir sind jederzeit bereit zu unterscheiden, wo man Opfer bringen muss für die Menschenrechte und wo man auch mal ein Auge zudrücken kann. Weil es eh schon so schön gefoltert worden ist. Wie in Guantanamo. Da haben wir doch neue Sachen gelernt. Waterboarding. Haben Sie das vorher gekannt? Waterboarding. Fantastisch. Ja, seitdem weiß ich, was ein wasserdichtes Alibi ist. Aber wir Deutschen sind immer bereit, Opfer zu bringen für die Menschenrechte. Das war schon immer so. Und das machen wir immer wieder. Zuletzt noch vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft im Fußball. Da haben wir das Halbfinale gegen Italien verloren. Wegen der Menschenrechte, ja sicher. Haben Sie gar nicht mitbekommen damals, oder? Das war doch die Doppel-EM. Polen, Ukraine, Sie erinnern sich aber daran, ja? So, das Endspiel wäre in Kiew gewesen. In der Ukraine, Kiew. Janukowitsch, der war doch damals schon Präsident der Ukraine, der war doch damals schon so ein schlimmer Finger. Mein Präsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ja, ich hätte auch gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber das wäre... Können wir uns genauso wenig leisten wie Lehrer. Aber der Gauck, der ist ja mutiger. Mit dem Erdogan hat er richtig die Meinung gereicht. Den Obama fragt er lieber, was er als Vorspeise gerne hätte. Aber der Gauck, der hat damals sich geweigert, den Janukowitsch überhaupt zu begrüßen, als er in Deutschland war. Und mein damaliger Innenminister Hans-Peter Friedrich, der hat damals wörtlich gesagt, ich kann nicht in Kiew auf der Tribüne über Fußball jubeln, wenn ein paar Kilometer entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Kein deutscher Politiker wollte in die Situation kommen, in Kiew auf der Tribüne beim Endspiel neben Janukowitsch sitzen zu müssen und sich auch noch zu freuen. Die Fotos wollte keiner haben und deshalb musste der Löw das Halbfinale verlieren.
Der Yogi hat doch nicht freiwillig diese Mannschaft aufgestellt. Das bleiben Sie mal realistisch. Das kam von ganz, ganz oben. Da ging es um Julia Timoschenko damals schon. Die war doch damals da in Haft. Die saß, also die lag ja, die hatte ja Bandscheibenvorfall. Ja, und das war doch das Grausame an diesem Regime. Da konnte man das doch sehen. Die haben die doch nicht mal ausreißen lassen zur Behandlung. Die Timoschenko hätte sie so gerne in Guantanamo behandeln lassen. Halbe Stunde Waterboarding, haben sie keine Rückenschmerzen mehr. Die Timoschenko ist zu 7 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihrem Land als Ministerpräsidentin einen Schaden von 159 Millionen Euro zugefügt hat. Da habe ich mich nicht gewundert, dass unsere Politiker sich für die Frau engagiert haben. Wenn das der Standard in Europa wird, so schnell können wir die Knäste gar nicht bauen. Was meinen Sie, wie lange allein der Wovereit in Berlin für den Flughafen einsitzen müsste? Wenn er wieder rauskäme, könnte er direkt zur Eröffnung rüberfahren. Oder Ole von Beuys für die Elbphilharmonie. Oder Lothar de Maizière, der fähigste Kopf der Regierung für das Desaster beim Eurohawk. Das ist auch wieder alles vergessen. Letztes Jahr 600 Millionen Euro, einfach so in Sand gesetzt. 600 Millionen. Das wären, was? Thomas de Maizière, Entschuldigung, Thomas de Maizière, ja. 600 Millionen Euro Schaden, das wären in der Ukraine 25 Jahre gewesen. Das wäre doch ein fairer Kurs. Oder Merkel selber. Die heißt aber Angela, ne? Ja. Angela Merkel hat das Asse-Lager genehmigt. Kennen Sie das? Das hat sie als Umweltministerin fehlerhaft genehmigt, wo die Atomfässer jetzt durchrosten. Ja, sie war damals jung und brauchte das Geld. 6 Milliarden Euro Schaden. Das soll 6 Milliarden kosten, die Fässer daraus. So, 6 Milliarden Euro Schaden angerichtet durch Angela Merkel. Wissen Sie, wie lange die Timoschenko dafür hätte liegen müssen? Aber die Merkel hat einen großen Vorteil. Egal was passiert, sie weiß, sie kann keinen Bandscheibenvorfall kriegen. Sie hat ja kein Rückgrat. Das beweist sie immer wieder. Nicht zuletzt damals nach der Europameisterschaft. Da war sie anschließend in China mit dem halben Kabinett und der Spitze der deutschen Industrie. Denn in China werden die Menschenrechte nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. Und die Bevölkerung stöhnt lustvoll auf. Au, wai, wai, wai. Ja, China. China hat Airbusse gekauft. 50 Airbusse hat China bestellt. Hätte der Typ in der Ukraine ja auch machen können. Hätte er gerne kaufe ich 2 Airbusse bestellt, da wären wir auch zum Endspiel gekommen. Der Gauk hätte die Maschinen persönlich vorbeigebracht. Der hätte noch ein paar Füße geküsst und wenn der Klitschko rumgemeckert hätte wegen Menschenrechte, hätte der Gauk gesagt, halt's Maul, hier geht's um Arbeitsplätze, da kennst du nichts von. Wer Airbusse kauft, der darf darin auch die politischen Gefangenen entlagern. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Doppelmoral. Das ist beim Waffenhandel auch so. Natürlich sind wir Deutschen entsetzt, wenn wir hören und lesen müssen, dass Kriege geführt werden weltweit, dass unschuldige Menschen zum Teil mit deutschen Waffen um den Haufen geschossen werden. Aber ja, mein Gott, wir sind immer der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Da sind wir mühsam zu aufgestiegen. Keine Waffen in Spannungsgebiete, das ist doch völlig naiv. Wenn Sie Schuhe nur an Bettlägerige verkaufen dürfen. Das ist doch kein Geschäftsmodell, sowas. Das sind doch Arbeitsplätze bei uns. Tausende glückliche Familien leben davon, dass wir Waffen exportieren. Rüstungsexporte, ein Milliardengeschäft, ein Pfeiler unserer Exportindustrie. Und sehen Sie es doch mal im größeren Zusammenhang. Jeder Afrikaner, der im Bürgerkrieg mit einer deutschen Waffe über den Haufen geschossen wird, den müssen wir schon nicht vor Lampedusa aus dem Wasser fischen. Sie müssen mal anfangen, in Zusammenhängen zu denken, so wie unsere Politiker. Und wir liefern nicht nur die Waffen, wir liefern auch Prothesen. Deutschland ist einer der Top-Anbieter von Prothesen weltweit. Das sind doch Systemangebote, die wir da machen. Wir haben das Know-how für Bein ab und Bein dran. Und verdienen zweimal. Victory, kennen Sie doch, der Doppelstinkefinger des Kapitalismus. Das ist die kapitalistische Freiheit, vor der der Gauk immer faselt. Und die er weltweit mit der Bundeswehr verteidigen will. Die Freiheit, Geschäfte zu machen mit jedem Schwein auf der Welt, solange es nur bezahlen kann. Und die Merkel immer mittendrin. Und an der bleibt nichts hängen. Merkel hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, muss man ja auch mal lassen. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt ihr nicht, das ist doof, das sehe ich anders oder wie kommt ihr da drauf? Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus.
da kann der andere nicht mehr sauer sein. Ja, Sie können doch nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben Sie richtig die Arschkappe. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima saß die Frau auf der Pressekonferenz und sagte wörtlich, man kann in einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Es gibt nur zwei Menschen in diesem Land, die sich in einem demselben Satz selbst widersprechen dürfen. Merkel und Beckenbauer. Das sind Idole, die dürfen sowas. Herr Beckenbauer ist ja der weltweit erste anerkannte Hirnprothesenträger. Der Mann, für den das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden ist. Einer der größten dummen Schwätzer, der je vor einen Ball treten durfte. Die Zitate sind endlos. Aber hier, das Neueste aus, zur WM in Katar. Haben Sie das verfolgt? Sie kennen die WM in Katar, die Wüsten-WM. Und da sind die Berichte jetzt, dass sie da die Stadien mit Sklaven bauen lassen. Und schon 160 Tote, unmenschliche Bedingungen, und Sklaven bauen die Stadien da. Und da hat der Beckenbauer gesagt, das wäre alles Quatsch. Die Leute hätten keine Ahnung, wovon sie reden. Er wäre da mehrfach in Katar gewesen. Er hätte da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute würden da alle frei rumlaufen. Ja, für den richtigen Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das ist überhaupt kein Sklave. Aber das ist so das intellektuelle Niveau, wo der Deutsche gerne so aufschaut. Der Franz. Der ist beliebt, genau wie die Merkel. Seit Ewigkeit, seit 8 oder 9 Jahren, in jeder Umfrage finden 70% die Merkel gut. Ne? Sei denn, die ADAC steckt dahinter. Das ist natürlich. Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Ja, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Nee, die kann das nicht alles wissen, das wird dir ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Nee, die erzählen ja einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher. Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken. Nee. Der Honecker hat auch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BRD wirtschaftlich zu überholen. So machen die da mit der Merkel auch, die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Ja, und dann steht die im Bundestag vor 2 oder 3 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, Sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir Sie nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Rentenniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen und mal kurz überschlagen, ob Sie dann weiter wohnen können oder Sie aufs Essen konzentrieren müssen.
Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen Sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen Sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung, kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal ein normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate für gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt das Glas aus der Hand. Ne? Ja. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung. Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt, ne, muss sie machen, Riester-Rente kriegst ein paar hundert Euro Zuschuss im Jahr, muss er mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Ach, so genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, dem was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet.
Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasebohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Ja, der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinterher 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwenriester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Heesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt, Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß ich doch gar nicht, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dann der Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren. Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems, das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Genau, sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. 3 Millionen Arbeitslose, das haben sie uns so lange eingehämmert, das glauben doch alle. 3 Millionen Arbeitslose, ja wie super, wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Özdemir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler. Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in Grün. Drei Millionen Arbeitslose, ja, das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch 1 Million Menschen, die arbeitslos ist. Also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied. Die sind in Umschulungen, Fortbildungen. 1 Million Deutsche ist permanent in Umschulungen, Fortbildungen. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million ohne Arbeit. Wenn Sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind Sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind Sie für das Amt noch nicht tot, Sie sind noch nicht in Rente, Sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwester zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen.
So, Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mir erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche hat, Arbeit hat? Das sind doch Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und dann kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. 1 Million Menschen arbeitet zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie fest angestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die, die im Augenblick für 5, 6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von Ihren 833 Euro für Arbeitslosen, Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV bei rumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von der man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit der... Und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Krass. Nein, es ist Ruhe. Weil sie glauben, wir haben nur 3 Millionen Arbeitslose und kommen super durch die Krise. Die Zeitungen haben das hier voll im Griff. Die verarschen uns von morgens bis abends. Der Wirtschaftsteil der Zeitung besteht doch nur aus Kaffeesatzleserei. Die nennen das Prognosen. Und die machen die Menschen verrückt, das kommt doch noch dazu. Sie erzählen den Leuten, dass die Rente nicht reichen wird und wundern sich dann, wenn die Leute immer dicker werden. Fangen Sie an, in Zusammenhängen zu denken. Wenn Sie von klein auf jeden Tag gesagt kriegen, dass Sie im Alter nichts mehr zu fressen haben. Ja. Die unteren Einkommensgruppen bauen sich eine Bio-Riester-Rente auf. Das ist doch offensichtlich, man spricht doch von einer Burgerversicherung. Kommt direkt die nächste Prognose, stand so in der Zeitung. Wenn das so weitergeht, ist ja die Voraussetzung für die Prognose. Wenn das so weitergeht, sind in 60 Jahren 80% der Deutschen schwerst übergewichtig. Wer rechnet sowas aus? Und wie schmuggelt man die Ergebnisse aus der geschlossenen Abteilung? Ich gucke Tagesschau, da liest der Sprecher mir vor, wie hoch der Rentenbeitragssatz im Jahr 2050 sein wird. Da denke ich, oh, jetzt habe ich Planungssicherheit, das ist immer schön. Das hatten sie auch im Arbeitsministerium ausgerechnet. Das liest der aber auch einfach so vor. Da macht er nicht so bei. So ein Sprecher ist der Hirntod. Oder da steht er mit einer Knarre dahinter und sagt, du verziehst keine Miene, lies. Prognose über 30, 40 Jahre. Da kommt der Sarrazin direkt mit einer Prognose über 100 Jahre. In seinem Buch. Ne? Haben sie auch abgedruckt in der Zeitung. Ja klar, Hauptsache Skandal. In 100 Jahren nur noch Moslems in Deutschland. Hat der Sarrazin ausgerechnet. Der ist ja Wissenschaftler. Ja, die Deutschen sterben ja aus allgemein. Und die Moslems, die vermehren sich wie die Moslems. In 100 Jahren nur noch Moslems in Deutschland. Und wenn der Deutsche das liest, dann ist er außer sich. Was? In 100 Jahren nur noch ich und die Moslems? Entspannen Sie sich. Wenn die Prognose eintrifft, können wir uns doch zurücklehnen. Da müssen wir uns keine Sorgen um die Umwelt machen. Der ganze Atommüll kannst du auch am Arsch vorbeigehen. Da können sich auch 100 Jahre an die Moslems rumärgern, oder? Was sollen wir jetzt die leckenden Fässer aus der Asse rausholen? 6 Milliarden. Freibier, komm her. Lass die Fässer durchrosten, das wird unser Abschiedsgeschenk für die Enkel von Ahmadinejad. Da kleben wir noch ein Gedicht von Grass oben drauf, da haben die Spaß wie Bolle. Nach uns die Sinnflut! Seit der Meeresspiegel steigt, macht der Satz ja endlich Sinn. Der Club of Rome hat vor 40 Jahren schon gesagt, wir verbrauchen die Ressourcen der Welt schneller, als sie nachwachsen können. Wir fressen zu viel Fleisch, wir fahren zu viel Auto. Was war die Konsequenz? Wir fressen noch mehr Fleisch, wir fahren noch mehr Auto.
Und wir denken gar nicht daran, etwas zu ändern. Nein, im Gegenteil, wir versuchen mit Hilfe der freien Marktwirtschaft dazu zu kommen, dass alle Menschen auf der Welt so leben können wie wir. Alle sollen so viel Fleisch fressen wie wir, alle sollen so viel Auto fahren wie wir. Und da muss ich doch keine Klimaexperten mehr zu Rate ziehen. Da kann ich auch Prognosen machen. Der Meeresspiegel wird steigen. In 100 Jahren Deutschland voller Moscheen und die stehen unter Wasser. Die paar Deutsche, die noch da sind, die haben vorgesorgt. Fett schwimmt oben. Und die Moslems, die werden unserem Bundesverfassungsgericht noch dankbar sein, dass es ihre Töchter zum Schwimmunterricht gezwungen hat. Prognose. Wenn ich das Wort Konjunkturprognose schon höre, kriege ich Pickel. Machen die ja zweimal im Jahr, ne? Kennen Sie doch, die Frühjahrsweisen und die Herbstzeitlosen. Die machen seit über 40 Jahren jedes Jahr zwei Konjunkturprognosen. Da hat noch nicht eine von gestimmt. Können Sie nachgucken. Man könnte sagen, 80 Versuche, kein Treffer. Irgendwann gibt man doch mal auf. Hey, ihr Jungs von der Uni Kiel, wenn der IQ auch nur leicht über der eigenen Körpertemperatur liegt, da sagt man doch irgendwann mal, wir wissen auch nicht, was nächstes Jahr ist. Warum fragt ihr immer wieder? Hier ist der Bächle, wirft euch die Prognose selber. Stattdessen haben wir noch den IFO-Geschäftsklima-Index, der kommt sogar jeden Monat. Kennen Sie den? Einmal im Monat, in allen Zeitungen, in den Nachrichten. Ein wichtiges Barometer für die deutsche Wirtschaft. Barometer kennen Sie? Da klopft man so drauf, da macht der Zeiger. Neulich las ich, es sei das wichtigste Barometer, da muss es noch mehr vergeben. Ja, ja. Wissen Sie, was der IFO-Geschäftsklima-Index ist? Die Mitarbeiter des IFO-Institutes München unter Leitung von Hans-Werner Sinn telefonieren einmal im Monat mit 7000 ausgewählten Managern und Unternehmern und befragen die nach ihren Erwartungen für das nächste halbe Geschäftsjahr. Das heißt, die akademischen Kaffeesatzleser telefonieren mit den Glaskugelbesitzern. Daraus errechnet der promovierte Pöbel einen Index. Mit einer Stelle hinterm Komma. Verglichen dabei betreibt der ADAC seriöse Wissenschaft. Und dann steht in Ihrer Zeitung, achten Sie drauf, komm, Ende des Monats, immer letzte Woche vom Monat immer, da steht in der Zeitung, der IFO-Geschäftsklima-Index ist stärker gestiegen oder gesunken, als von Experten erwartet. Was auch so ein Satz, der für Sie völlig normal ist, ne? Das heißt aber, es gibt auch noch Experten, die dafür bezahlt werden, dass sie erwarten, was denn die anderen wohl erwarten? Ja, sie finden das lustig, die machen das beruflich. Und das machen die nicht für 8,50 Euro die Stunde. Wirtschaftsexperten, da haben sie intelligentere Lebensformen zu Hause auf ihrem Duschvorhang. Kein Mensch weiß, was nächstes Jahr ist. Eine Naturkatastrophe, ein Terrorangriff, ein Bürgerkrieg, alles ist über den Haufen geworfen nach Prognosen. Was in 15 Jahren ist, das weiß überhaupt keiner. Das ist politisch gesehen ein völlig unvorstellbarer Zeitraum. 15 Jahre, so lange war nicht mal das tausendjährige Reich. Kohl war länger als das tausendjährige Reich. Nicht nur gefühlt. 15 Jahre aus unserem Leben, wie die Welt sich da verändert hat. Wir nehmen mal 1990 als Startpunkt für 15 Jahre Veränderung. 1990, die Wiedervereinigung, da können wir uns daran erinnern, oder? Wir waren super drauf, jetzt geht's los. Wir waren Fußball-Weltmeister 1990, wissen Sie noch? Also richtig, nicht bei den Frauen. Wir waren richtig Fußball-Weltmeister. Klassische Reaktion, wie im Bilderbuch. Erst dann die Rippenstöße, dann buh, buh, buh. Ja, meine Sozialdemokraten. Ja. Franz Beckenbauer, die Schlichtgestalt des deutschen Fußballs. Ja, da kommt Silvia Neid auf. Der stand damals im Fernsehen und sagte nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft, wir werden jetzt über Jahrzehnte im Fußball unschlagbar sein, jetzt wo die Ostdeutschen mit dabei sind. Dann kam Berti Vogts.
Das war die Lehmann-Bank unter den Trainern. Manche Leute haben noch weniger Glück als Verstand. Kleines Zitat von Bertie Fuchs gefällig. Gewalt hat im Fußballstadion nicht zu suchen. Das sollen die Leute zu Hause bei ihrer Familie ausleben. Das ist ein Halbbruder von Beckenbauer. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 ist Arnold Schwarzenegger, also Conan der Barbar, Gouverneur von Kalifornien, da sollten wir uns schon große Sorgen um Cindy aus Marzahn machen, meine Damen und Herren. Hätte ich 1990 prophezeit, im Jahr 2004 tritt Lettland der Europäischen Union bei. Da hätten die Ersten damals gesagt, Lettland? Was ist das denn? Hör mal, Junge, ich kenne Legoland. Lettland? Das gab es damals noch gar nicht, oder? Das war da alles noch der Russe. Wissen Sie noch, der Russe. Der eine, der immer vor der Tür stand. Sie sehen doch alt genug aus, um sich daran zu erinnern, verdammt nochmal. Die jungen Menschen wissen noch gar nicht, wovon ich rede. Und machen sich ab und zu mal klar, was jung in dem Zusammenhang heißt. Wenn man anfängt, so mit 14, 15 sich für Politik zu interessieren und für Zusammenhänge, und die Mauer ist vor 25 Jahren gefallen, alle Menschen unter 40 wissen nicht mehr, wie das vorher war. Das sind die Jungen. Die gucken mich dann an, was will der alte Mann denn jetzt schon wieder? Sie kennen doch diesen Blick von jungen Menschen. Wenn die einen so anlächeln und denken, pass auf, gleich erzählt er wieder vom Krieg. Kinder, ich kenne doch diesen Blick. Ich habe vor kurzem selbst auch so geguckt. Jetzt bin ich 56. Wenn ich aus meiner Studienzeit erzähle, ist das, wenn ich aus dem Schützengraben berichte. Ich habe 76 Abitur gemacht, also 1900. Wir hatten noch Schreibmaschinen, die hatten nicht mal Stromanschluss. Hier im Westen, ja. Wollen Sie mal richtig alt fühlen? Erzählen Sie mal einem jungen Menschen von 1990. Mit ein bisschen Glück erwischen Sie sein Geburtsjahr. Sagen Sie 1990, da gab es kein Internet. Alle Telefone hatten Kabel. Alle, nicht nur Festnetz. Hatten Sie damals Festnetz? Wir hatten Telefon. Das Kabel am Telefon war maximal 3 Meter lang, viele Jahre lang. Können Sie sich da noch daran erinnern? 3 Meter Telefonkabel, mehr hat die Post überhaupt nicht erlaubt. Und fragen Sie jetzt bitte nicht, was die Post mit dem Telefon zu tun hatte. Dann wurden die längeren Kabel erlaubt. Ich weiß das noch wie heute. Das war eine Sensation. Ich war damals Student in der Wohngemeinschaft. Bis zu 10 Meter lange Telefonkabel durfte man plötzlich haben. Man konnte aber nicht ins Geschäft gehen, das Kabel kaufen und zu Hause anschließen. Das war doch nicht mit Steckverbindung. Das war doch alles fest verdrahtet und verlötet. In der Buchse und im Telefon. Man wusste auch gar nicht, wie das geschaltet war. Selbst wenn man das gewusst hätte, man hätte auch die Buchse nicht aufschrauben dürfen. Das war doch Posthoheitsgebiet. Man musste einen schriftlichen Antrag bei der Poststelle auf ein längeres Telefonkabel. Der Antrag wurde bearbeitet, so schnell es ging. Und schon 2, 3 Examen später klingelte es an der Tür. Wer sind Sie denn? Ich bin ja mit der langen Leitung. Ah, da kommen Sie mal rein. Und während der ganzen Zeit stand überall der Russe vor der Tür. Das kann man sich alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Was sagen die jungen Leute dann? Der Russe stand vor der Tür und er hatte kein Handy zum Fotografieren? Meine jungen Leute haben ganz andere Sorgen. Die gucken einen dann an und sagen, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt sag mal einmal ernst. Du willst mir erzählen, es gab kein Wikipedia? Und wie habt ihr Hausaufgaben gemacht? Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr.
Das ist einfach zu lange her. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, wie erklären wir jungen Menschen den Begriff der Russe, bevor wir den Alten erklären, was Wikipedia ist. Das können Sie aber auch googeln. Der Russe war früher das, was heute Al-Qaida ist. Nur der Russe hat das nicht heimlich gemacht. Der stand immer offen und ehrlich vor der Tür. Bei den jungen Menschen sitzt der Russe so lange, die denken können, im Fernseher mit der Milchschnitte. Und dann kommt ein junger Mann zu mir nach der Vorstellung in Hamburg und sagt, Herr Pisper, Sie müssen an manchen Stellen des Programms ein bisschen genauer sein. Ich sage, ja, zum Beispiel? Ja, die Klitschkos, sagt er, das sind gar keine Russen, die sind aus der Ukraine. Ich sage, genau, Jung, das ist ja auch der Gag. Das war alles der Russe. Es gab nur diesen einen. Wir hatten ja nichts damals. Und dieser eine Russe, der stand vor jeder Tür. Hätte ich 1990 prophezeit, in 15 Jahren sitzt der Russe mit der Milchschnitte im Fernseher. Da können wir doch jetzt mal spekulieren, wofür Al-Qaida bei uns Werbung machen will. Ich tippe auf Überraschungseier. Wir müssen über den Kapitalismus sprechen. Das Problem fängt mit dem Wort schon an, wir sagen ja gar nicht Kapitalismus. Wir sagen freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Wir sagen ja auch nicht Mörder, sondern um die Ecke Bringer. Das klingt einfach hilfsbereiter. Wie Sie etwas nennen, ist doch völlig egal, merken Sie schon. Wichtig ist, was es ist. Wir sollten Kapitalismus sagen. Es ist die Wirtschaftsform, in der wir leben. Es ist die Wirtschaftsform, in der man mit Geld Geld verdienen kann. Zins und Zinseszins. Geld, das er mit Geld verdient, muss man bei uns nur mit 25% versteuern. Geld, das er mit Arbeit verdient, mit bis zu 44%. Geld ist wichtiger als Arbeit, das spürt man auf Anhieb. Zins und Zinseszins ist gleichzeitig das, was einen kleinen Teil der Bevölkerung auf Dauer immer reicher macht und den Rest immer weiter absacken lässt. Das ist die berühmte Schere, die aufgeht. Das ist ein Automatismus in diesem Wirtschaftssystem. Das haben die Menschen eigentlich auch immer gewusst und deshalb hat es in allen Weltreligionen früher mal ein Zinsverbot gegeben. Der Islam kennt das bis heute. Die islamischen Banken, die nach der Scharia arbeiten, dürfen keine Zinsen nehmen. Können Geschäfte machen, aber Zinsen gibt es nicht. Man kann sich beteiligen. Im Christentum hat es das Zinsverbot tatsächlich auch mal gegeben, aber das ist lange her. Es kam der Tag, als aus Christen Katholiken wurden. Die Zinsen wurden erlaubt, der Kapitalismus als Nebenreligion akzeptiert und heute ist es unsere Hauptreligion. Denn das ist ja das, was die geschafft haben. Die haben es geschafft, ein Wirtschaftssystem als Religionsersatz aufzubauen. Die Menschen im Westen haben den Glauben an alles verloren, aber sie glauben unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt von Vorteil ist. Sie sollten lieber wieder an den Osterhasen glauben. Aber das ist das Tolle, wenn es erstmal eine Religion ist. Da kann man nicht mehr diskutieren. Das muss man doch gar nicht begreifen. Das muss man einfach nur glauben. Und die Religion Kapitalismus ist so organisiert, dass die einen dran verdienen dürfen und die anderen dran glauben müssen. Die Götter in der Religion Kapitalismus sind Wachstum und Produktivität. Da darf man gar nichts gegen sagen. Wenn man da was gegen sagt, ist man ja ein Vollspinner. Ohne Wachstum geht ja nur gar nichts. Wir wissen, das ewiges Wachstum ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund, aber man muss am Ball bleiben. Das zweite ist die Produktivität, mit immer weniger Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr herstellen, da sind wir ganz begeistert von und da frage ich mich, wo kommt das her? Aus der Natur können wir das doch nicht haben. Die Natur ist nicht produktiv, die ist verschwenderisch. Ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er die, bis er satt ist, dann legt er sie in die Sonne, sagt, boah, war das lecker. Was jedem mir gut. Und da wartet er, bis er wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt dann nicht auf die Idee zu sagen, ich habe jetzt für die Antilope 15 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 5, da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist ja nicht bescheuert. Der hat ja nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Nee, da muss er einen Kühlschrank bauen, um die Sachen frisch zu halten.
Und bewachen muss er sie am Ende auch noch. Und am nächsten freien Tag muss er für den Strom sorgen, der den Kühlschrank betreibt. Dann muss das Haus drumherum gebaut werden. Und der Rattenschwanz hört nie wieder auf. Und der Löwe kommt nie mehr dazu, in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, was geht mir gut. Nur dem Menschen, der im Grunde schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen am Dach jagen muss, damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Weil das ist das, was uns Menschen glücklich und zufrieden macht. Nicht Sonne der Sonne rumliegen, sondern Konsum. Konsum macht uns glücklich. Und das ist Kapitalismus. Man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Das Wachstum der letzten 30 Jahre haben wir in Europa, Asien und USA mit Schulden finanziert. Jetzt haben wir eine Schuldenkrise. Wie wollen die da raus? Durch Wachstum. Was anderes kennt das System ja nicht. Wie wollen die das neue Wachstum finanzieren? Kennen Sie das Lied, ein Loch ist im Eimer? Es kommt noch besser. Nachdem wir jahrzehntelang geglaubt haben, man muss Schulden machen, um in Konjunkturprogrammen das Wachstum anzukurbeln, hat die Merkel jetzt rausgefunden, hören Sie mal, man kann Wachstum auch durch Sparen ankurbeln. Ja, nicht bei uns. Aber in Griechenland, Spanien und Portugal. Für diese Methode muss es warm genug sein. Fiskalpakt ist das Zauberwort. Der schönste Versprecher, den ich je im Radio gehört habe. Fiskalpakt. Die Schuldenbremse ist unsere Rettung. Was bremst die Schuldenbremse? Na, die Schulden, ist doch klar. Ihre Handbremse bremst ja auch die Hand. Die Merkel sagt, die Länder Südeuropas müssen wettbewerbsfähig werden. Die müssen so werden wie wir. Wir sind das große Vorbild. Deutschland ist Exportweltmeister, deshalb geht es uns so gut. Und ich glaube, die Merkel geht davon aus, wenn alle Länder mehr exportieren, als sie importieren, dann sind die Probleme gelöst. Die Familie Beckenbauer ist größer als erst vermutet. Natürlich, wie die Merkel mit dem Reden von der Wettbewerbsfähigkeit auch in unsere tiefsten deutschen Instinkte appellieren, an dieses Bewusstsein, dass die Südeuropäer alle faul sind. Weil das haben wir ja tief verinnerlicht, die liegen ja in einer Hängematte rum. Da können ja nichts für. Da hat ja der Sarrazin gesagt, das ist ja alles genetisch bedingt. Die kommen mit der Hängematte auf die Welt, was wollen sie machen? Wir Deutschen kommen auf die Welt, sind fleißig. Wir sind von Natur aus fleißig. Wir packen an, wir arbeiten, wir schuften. Wenn was kaputt geht, dann bauen wir das wieder auf. Und alle Welt schreit immer, ey, könnt ihr das bezahlen, wenn da was kaputt geht? Das ist die tiefe Überzeugung der Deutschen, egal was auf der Welt passiert, wir müssen das bezahlen. Im Grunde sind ja wir Deutschen die Einzigen auf der ganzen Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir auch genau werden. Als die Mauer aufging, ist über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Ne? Guckt euch mal an, wie das da aussieht, hat es damals geheißen. Was haben die denn da all die Jahre gemacht? Hier war da auch alles kaputt nach dem Krieg. Wir haben die Städte wieder aufgebaut. Was haben die denn da gemacht? Guckt euch das doch da mal an. Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Die Städte im Osten, hat sie heißen, die sehen aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Der Mythos vom Alleinstellungsmerkmal Fleiß der Deutschen, der bröckelt in den Zeiten der Globalisierung. Es stellt sich raus, der Chinese ist gar nicht so faul, der Inder auch nicht und es kommt doch knüppeldick. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Das ist doch nicht die Aufgabe des Rumänen. Der Rumäne hat als Diebesband im Wald rumzulaufen, oder? Wir bauen Handys, Rumänen klauen Handys. Das war die Verabredung. Plötzlich klauen die ganze Handyfabriken. Nokia zog mit der kompletten Fabrik von Bochum nach Rumänien um. Da waren die wettbewerbsfähig geworden in Rumänien. Und als Nokia mit der kompletten Fabrik nach Rumänien umzog, ich glaube, da haben manche in Westdeutschland zum ersten Mal begriffen, die Mauer war unser Freund. Ja, wir haben von der Mauer profitiert, wirtschaftlich. Das will doch keiner wirklich wahrhaben. Wir verdanken unseren wirtschaftlichen Reichtum zum großen Teil dieser Mauer. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten, eine einmalige Situation. Die Mauer hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa vom Hals gehalten und die billigen Importe durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns auch moralisch darüber empören.
eine Win-Win-Win-Situation. Und sie haben uns die Mauer kostenfrei dahingestellt, das wollen wir nicht vergessen. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Mal ernsthaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, was war da? Strauß, Milliardenkredit, kommt sofort, ne? 1,5 Milliarden D-Mark Kredit für die DDR 1983. Heute würden wir sagen, weil man einen Rettungsschirm aufgespannt. 1,5 Milliarden D-Mark. Da sind die aber auch noch mal 6 Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen. Da können Sie mal sehen, wie ordentlich da gewirtschaftet worden ist. Wenn Sie das Geld heute nach Zypern überweisen, verdampft das auf dem Weg. Das wären dann 750 Millionen Euro. 750 Millionen Euro Miese, das war bei der WestLB ein guter Tag. Die Banken haben tausende Milliarden Euro versenkt und schimpfen über sozialistische Misswirtschaft der DDR. Aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht würde ich sagen, die DDR war unser Niedriglohnsektor. Ja, die haben für billiges Geld das hergestellt, was bei uns die kleinen Leute kaufen können, wie man sagt, und die Studenten. IKEA hat in der DDR produziert. Heute ist das allgemein bekannt, das haben die ja inzwischen offen zugegeben. Damals hat man das nur ahnen können. Hätte IKEA damals in Westdeutschland mit westdeutschen Stundenlöhne Möbel herstellen lassen, dann hätten die ja niemals für das kleine Geld hier verkaufen können. Damals hat man das geahnt. Ne? Das Billigregal war immer ein typisches DDR-Produkt. Mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Heute können wir das alles erklären. Denn wir wissen ja heute, die Pharmakonzerne im Westen haben ja auch die Medikamente an den Brüdern und Schwestern ausprobiert. Ja, bevor man Medikamente für Menschen zulassen kann, müssen sie erstmal irgendwo ausprobiert werden. Morgens haben die Medikamente getestet, nachmittags haben die Regale gebaut. Das passt doch alles zusammen. Die ganze weiße Ware von Otto Versand, Neckermann. Weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen, die Marke Privileg. Das war aus der DDR. Das war alles DDR-Produktion. Die billigen Jeans von C&A, sogar die Plastiktüten für Aldi haben die in der DDR herstellen lassen. Die Brüder und Schwestern haben das Zeug für ein Apple-Ei hergestellt. Bei uns konnten sich das Studenten und untere Einkommensgruppen leisten. Die DDR-Bürger konnten sich die Sachen selbst nicht leisten. Nein, alles, was die erwirtschaftet haben, ging in den Erhalt ihres eigenen Gefängnisses. Man könnte auch sagen, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Jetzt sind die integriert. Ja, wenn Sie von den 17 Millionen DDR-Bürgern, die es mal gab, die Kinder und die alten Leute abziehen, landen Sie doch ungefähr bei den 13 Millionen aus dem ersten Teil, die jetzt bei uns im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Das ist die Wahrheit über das kapitalistische Wirtschaftssystem. Das funktioniert nicht anders. Kapitalismus für alle geht nicht. Das ist wie Lotto. Da kann auch jeder Millionär werden, aber nicht alle. Wenn Sie für 38 Euro nach Mallorca in Urlaub fliegen wollen, muss auch einer für 1 Euro die Stunde die Klos putzen und die Flugzeuge sauber machen. Sonst funktioniert das alles nicht. Es war nicht möglich, die 17 Millionen Brüder und Schwestern auf den Lebensstandard der alten BRD anzuheben. Die Angleichung der Lebensverhältnisse ist nicht so gegangen, die ist so gegangen. Wir waren bis zum Fall der Mauer das Land mit den höchsten Durchschnittslöhnen in Europa und sind jetzt das Land mit den niedrigsten Durchschnittslöhnen in Europa. Seit 1990 sind wir abgesackt. Das, was für uns in der alten BRD ging, das geht nicht für so viele Menschen. In ganz Europa ging das natürlich auch nicht. Die Griechen und die Spanier, die haben geglaubt, wenn sie Kredite aufnehmen und sie anstrengen, können sie immer so leben wie die Deutschen. Das ist eine Chimäre. Und was in Europa nicht funktioniert, kann für die ganze Welt erst recht nicht funktionieren. Dafür sind auch nicht die Ressourcen da. Da muss man auch mal ehrlich sein. Das gibt der Planet nicht her, unsere Lebensstandard für alle. Kleines Rechenbeispiel. Pi mal Daumen gesagt, die alten G7-Staaten, also die haben wir jetzt ja wieder. G8 ist ja gescheitert, nicht nur schulisch. Die alten G7-Staaten, das waren USA, Kanada, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien. Das sind die G7-Staaten. Damit haben wir, das waren knapp 800 Millionen Menschen früher, damit haben wir fast 40% aller Rohstoffe weltweit verbraucht, jahrelang. Die Chinesen haben jetzt schon 1,5 Milliarden Menschen. Die Inder haben über 1 Milliarde schon, die wachsen schneller als China inzwischen.
Wenn die das schaffen, durch ihren Fleiß auf unsere Lebensstandard zu kommen, da brauchen die Chinesen ja eines Tages mindestens 40% aller Rohstoffe. Die Inder brauchen auch mindestens 40% aller Rohstoffe. Wir brauchen immer noch mindestens 40% aller Rohstoffe. Und schon wird das so ein ganz klein bisschen eng. Und während die im Arbeitsministerium noch versuchen, den Kuchen in 43% aufzuteilen, fragen die restlichen 4 Milliarden Menschen auf der Welt, was kriegen wir denn eigentlich? Da sind noch 4 Milliarden Menschen über. Ja, die kriegen ja nichts. Ja, glauben Sie, damit geben die sich den Rest ihres Lebens zufrieden? Glauben Sie, die Afrikaner warten noch mal 50 Jahre, bis das Glück zu ihnen kommt? Nein, die kommen zu ihrem Glück. Und irgendwann werden die auch lernen, nicht mit allem Mann in ein kleines Boot zu klettern. Da kommen die mit mehreren Booten. Und dann reicht das nicht mehr, denen beim Absaufen zuzugucken. Da muss man sich was Neues einfallen lassen. Und das sind die Diskussionen, die jetzt geführt werden müssen. Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Teilen die Reichen in Deutschland mit den Ärmeren in Deutschland? Teilt das reiche Deutschland mit den ärmeren Ländern in Europa? Teilt das reiche Europa mit den ärmeren Ländern der Welt? Oder schotten sich die Reichen jeweils ab und verteidigen ihre Freunde in Deutschland, in Europa, in der Welt? Das sind die Diskussionen, die geführt werden müssen. Und da hat zum Beispiel die AfD eine klare Meinung, die kennen Sie, die Affen für D-Mark. Die sagen Abschottung. Die wollen die alte BRD wieder haben. Das ist ein klares Statement. Die wollen die D-Mark wieder haben und den Lebensstandard der alten BRD. Das gute alte Wirtschaftswunder. Ne? Da, wo die Leute aus Spanien, aus Griechenland, aus dem Urlaub wieder kamen und sagten, ey, da kannst du für 3 Mark ein ganzes Buffet leer fressen. Die haben nichts da unten, da kannst du super Urlaub machen. So soll das wieder werden. Ne? Und für den Rest der Welt, da bauen wir dann die Festung Europa. Da reden die doch offen von inzwischen. Da wird das schon dran gebaut. Festung Europa heißt doch nichts anderes, als dass wir eine neue Mauer bauen, oder? Jetzt wird doch nur noch diskutiert, kommen die Griechen auf die Seite von der Mauer oder auf die andere Seite von der Mauer. Wenn wir die Festung Europa und die Mauer erstmal gebaut haben, dann müssen wir bereit sein, die Mauer zu verteidigen. Das ist Ihnen schon klar, ne? Da werden wir eines Tages auf die schießen müssen, die rein wollen, nicht mal auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir die alten Mauerschützen schnell genug umschulen. Und dann stellt sich irgendwann raus, der Honecker hat moralisch gesehen nur von der falschen Seite schießen lassen. Das sind die Diskussionen, die eigentlich anstehen. Und davon lenken die uns ab, zum Beispiel mit der Schuldenkrise. Diesem gemachten Phänomen. Die Schuldenkrise ist morgen zu lösen, mit einem Schnips. Denn alle Geldprobleme können Sie lösen. Die Ressourcenprobleme können Sie nicht lösen. Brauchen Sie gar nicht so skeptisch gucken. Die Ressourcen der Welt sind endlich, im Gegensatz zur Blödheit der Investmentbanker. Geld kann man in beliebiger Menge herstellen. Geld ist nämlich überhaupt nichts. Das ist eine Fantasie. Sie bilden sich ein, dass Sie für das bedruckte Papier, was Sie im Portemonnaie haben, nächste Woche noch Brötchen kaufen können. Da glauben Sie dran. Ja, es kann aber sein, dass der Bäcker nächste Woche sagt, nee, bedrucktes Papier finde ich blöd. Ich hänge in Ihre Armbanduhr, da können Sie ein paar Brötchen haben. Was hat es alles schon mal gegeben? Geld kann seinen Wert von heute auf morgen komplett verlieren, weil es ist kein Wert. Das ist eine Absprache. Und Geld kann man in beliebiger Menge herstellen, das muss man einfach nur drucken. Man muss es nicht mal drucken. Das Geld, das wir heute in so großer Zahl haben, das existiert nicht mal in Münzen und Scheinen. Nur 10% des ganzen Geldes, das es in Euro gibt, gibt es als Schein und Münzen. Der Rest ist Buchgeld. Eine ganz wichtige Größe. Buchgeld, das ist das, was nur auf den Konten ist. Das Geld wird giriert. Das Wort Girokonto, das kennen Sie. Die schreiben das in Bücher und dann ist das Geld da. Es gibt keine Stelle in Europa, die sagt, wie viel Geld da sein darf. Die Geldmenge wird von niemandem festgelegt. Keine Organisation, keine Regierung. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Und deshalb ist das Problem der Schuldenkrise nicht, dass da richtiges Geld vernichtet worden ist. Denn wenn es um richtiges Geld gegangen wäre, wäre das doch ganz anders gelaufen. Das heißt, wenn ich Ihnen richtiges Geld leihe, also Geld, das ich mir zusammengespart habe, muss man jetzt den jungen Leuten wieder erklären. Sparen. Sparen ist nicht wie bei Schäuble. Wenn er weniger neue Schulden macht als geplant. Sparen ist, man gibt weniger aus, als man einnimmt. Man hat was über. Wenn ich Ihnen 10.000 Euro leihe von meinem Ersparten, weil Sie eine Geschäftsidee haben, und Sie kommen nach einem Jahr und sagen, tut mir leid, das ist alles in die Hose gegangen. Ich kann das im Leben nicht zurückzahlen. Dann muss ich sagen, das ist doof. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber dann ist das Geld jetzt eben weg. Kann ich nichts machen. Und jetzt ist nicht so schlimm, ich hatte das Geld über, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht geliehen. Ja, ich verleihe doch kein Geld, das ich gar nicht habe. Ich bin doch keine Bank. Die Banken haben aber nicht nur Geld verliehen, das ihnen nicht selbst gehört hat, das sie sich selbst geliehen hatten. Die Banken verleihen auch Geld, das gar nicht da ist.
Und das muss man erstmal begreifen, wie Geld geschöpft werden darf aus dem Nichts. Die Banken dürfen, ganz grob vereinfacht gesagt ist das jetzt, die Banken dürfen das Zehnfache von dem verleihen, was sie an Einlagen tatsächlich haben. Also, wenn Sie 1.000 Euro eingezahlt haben von Ihrem Ersparten auf die Bank, auf ein Sparbuch, dann darf die Bank ihm jetzt 10.000 Euro leihen. Da fragen Sie natürlich zu Recht, wo nimmt die Bank die anderen 9.000 Euro her? Ja, die gibt es gar nicht. Das Geld entsteht dadurch, dass er verspricht, das in einem Jahr herbeizuschaffen. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er in einem Jahr 10.000 Euro herbeischafft plus Zinsen und die zurückzahlt, obwohl es die gar nicht gab. Alles, was wir an Geld haben, entsteht durch Kreditvergabe. So, wenn ihr jetzt nach einem Jahr kommt und sagt, das ist alles in die Hose gegangen, ich kann das nicht zurückzahlen, wobei zurückzahlen ist ja ein lustiger Begriff in dem Zusammenhang, dann kann die Bank eben nicht sagen, ja, ist das Geld eben weg, dann muss die Bank sagen, Moment mal, das geht nicht, dann sind wir ja weg. Und wir können nicht weg sein, wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das vor? Sollen wir jetzt die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzuarbeiten oder was? Dafür sind wir ja nicht Banker geworden, um arbeiten zu gehen. Was macht also die Bank? Die Bank sagt, ja, dann leihen wir dir jetzt 11.000 Euro. Davon zahlst du die 10.000 zurück, plus die Zinsen, plus eine kleine Gebühr dafür, dass wir weiter mit dir Geschäfte machen. Das Geld kriegt aber nicht ausgezahlt. Die Bank schreibt einfach in ihre Bücher, dass der jetzt 11.000 Euro Schulden hat. Vorher konnte er mit den 10.000 Euro konnte er noch einkaufen gehen. Mit dem Zettel, dass er verspricht, in einem Jahr 10.000 Euro zu haben, konnte er einkaufen gehen. Ich meine, der könnte auch selber Zettel ausfüllen. Ihr könnt doch Zettel ausfüllen, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank so Zettel ausfüllt, dann geht das. So, im ersten Jahr hatte die Bank 10.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Jetzt hat die Bank 11.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Die Bank steht also bilanziell besser da als im Jahr davor, obwohl er pleite gegangen ist. Dann steigt der Aktienkurs. Und das Ganze ist Teil des Bruttosozialproduktes, die Bilanz der Bank. Jetzt sagt die Bank in einem Jahr so, was ist jetzt mit unserem Geld? Da sagt er, ja, was soll denn damit sein? Das ist ja nie bei mir eingekommen, das ist ja direkt wieder zurückgelaufen. Ja, sagt die Bank, das stimmt, da leihen wir dir jetzt 12.000 Euro. Davon zahlst du die 11.000 zurück, plus die Zinsen und dann 13, dann 15, immer hat der Mann 20.000 Euro Schulden bei der Bank. Der ist mit 20.000 Euro verschuldet, obwohl er ursprünglich nur 10.000 Euro in den Sand gesetzt hat, wovon es nur 1.000 Euro wirklich gab. Und dann sagt die Bank, jetzt müssen wir die Zinsen raufsetzen, damit du ein bisschen schneller auf die Beine kommst. Oder die Bank sagt, die Ratingagentur, das ist sie da vorne, die sagt, du siehst ein bisschen blass aus. Das wird uns alles zu heiß, wir verkaufen jetzt die Schulden, die du bei uns hast. Man kann die Schulden ja weiterverkaufen, auf dem Anleihemarkt. Staatsanleihen sind Schulden. So, da sagt die Bank, hier, wir haben hier bei dem Herrn einen Schuldschein über 20.000 Euro, der sieht ein bisschen blass aus, sagt die Ratingagentur, was bieten Sie dafür? Da kommt er und sagt, da biete ich 8.000 Euro für, er ist der Hedgefonds. Hedgefonds kennen Sie? Hedgefonds sind Organisationen, die sammeln Geld von Anlegern ein, leihen sich das Zehnfache dazu nochmal von Banken und machen damit Geschäfte. Dann sagt die Bank, was? 8.000 Euro für 20.000 Euro Schulden? Da habe ich 12.000 Euro miese gemacht. Da habe ich 60% Verlust in der Bilanz. Wie soll ich meinen Aktionären das erklären? Na, wenn es gar nicht anders geht, das ist aber eine bittere Pille. Wenn jetzt alles gut geht, kriegt die Bank 8.000 richtige Euro. Kann eh die 1.000 Euro zurückzahlen, hat 7.000 Euro über, die sie vorher immer nur auf Zettel geschrieben hat. Und muss die 7.000 Euro nicht mal versteuern, weil sie hat ja in der Bilanz 12.000 Euro Verlust gemacht. Auf die Geschäftsidee wären sie auch gerne gekommen, oder? Und der Hedgefonds will sein Geld auch wieder haben und macht einen riesen Palaver und wir lassen alle einsperren und Schuldenturm und so, wenn es nicht eine Lösung gefunden wird. Dann sagt die Allgemeinheit, jetzt mal langsam, wir können nicht alles den Bach untergehen lassen, wir finden eine Lösung. Wie stellst du dir das vor? Also alles wirst du nicht kriegen, 20.000 Euro ist unmöglich, aber ein Schuldenschnitt, ist das okay? Ja, so der Hedgefonds, Schuldenschnitt, ja, 50%, 50%. Dann kriegt der Hedgefonds 10.000 Euro. Hat der auch noch 2.000 Euro verdient. Die Bank hat 7.000 Euro verdient, der Hedgefonds hat 2.000 Euro verdient. Und wer legt das Geld am Schluss auf den Tisch? Sie sind der Steuerzahler. Glückwunsch. Ja. Das, was wir jetzt hier mit Tausenden gemacht haben, die Banken mit Milliarden gemacht. Die Länder müssen sich das Geld ständig wieder neu leihen, weil sie es nicht zurückzahlen können. Und die Zinsen noch dazu. Das machen wir Deutschen ja auch.
Seit 30 Jahren haben wir noch nicht einen einzigen Euro zurückgezahlt von allen Schulden, die wir je gemacht haben. Wir nehmen jedes Jahr wieder neue Schulden auf. Und irgendwann muss das Geld hergeschafft werden. Einer muss in der Realwirtschaft das Geld erwirtschaften, was die Banken in Bücher schreiben. Und das ist dann die Arbeit der Bevölkerung, und das ist dann der Steuerzahler. Das ist das Spiel, das sie spielen. Und seit 5 Jahren tun wir nichts anderes in Europa, als diesen Schmarotzerpack weiter durchzufüttern, meine Damen und Herren. Wir retten dieses System. Anstatt dass man damals direkt gesagt hätte, wenn Sie Geld verliehen haben, das Sie nicht wiederkriegen, haben Sie Pech gehabt. Dann machen Sie die Bank zu. Ja? Die 1000 Euro, die Frau eingezahlt hat, die garantieren wir. Da steht die Gemeinschaft für gerade. Und dann können Sie jetzt bitte wieder arbeiten gehen. Wir haben Jobs genug. An der Bettpfanne im Altersheim mit Scheiße bauen kennen Sie sich aus. Bitte sehr. Die Schuldenkrise ist gemacht. Man hätte da ganz anders darauf reagieren können. Die Griechen hatten bei Ausbruch der Schuldenkrise pro Kopf 29.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner hatten zum selben Zeitpunkt pro Kopf 35.000 Euro Staatsschulden. Die Griechen galten als komplett zahlungsunfähig, denen hat kein Schwein mehr was geliehen. Die Amerikaner galten als solvente Geschäftspartner, die kriegten Kredite ohne Ende. Die Griechen mussten Sparpakete schnüren, da haben wir drauf bestanden. Die mussten die Renten um 30% kürzen, bei einer Durchschnittsrente von 700 Euro und denselben Lebensmittelpreisen wie hier übrigens. Die haben Leute entlassen müssen, Löhne kürzen müssen, die haben jetzt 60% Jugendarbeitslosigkeit. Und die Amerikaner haben weiter neue Schulden gemacht. Der Barack Obama hat jetzt 5 Jahre lang jedes Jahr 700 Milliarden Euro neue Schulden gemacht, also zusätzliche. Der hat jedes Jahr mehr neue Schulden gemacht, als Griechenland, Spanien und Portugal in 30 Jahren zusammen aufgehäuft hatten. Die Amerikaner kriegen das Geld aber geliehen und die zahlen kaum Zinsen. Die Griechen mussten am Schluss bis zu 8% Zinsen zahlen. Die Amerikaner haben nie mehr als 2% Zinsen gezahlt. Warum? Alle Welt leiht den Amerikanern gerne Geld, weil alle wissen, die Amerikaner haben eine Armee, die kommen sich das sonst holen. Und den Rest schießt die amerikanische Zentralbank da rein, die Federal Reserve. Die Federal Reserve leiht dem amerikanischen Staat jetzt seit Jahren Geld für 0%. Und auch noch für die nächsten paar Jahre. Der Staat finanziert sie umsonst. Und sehen Sie mal, wenn Sie keine Zinsen zahlen müssen und keiner das Geld wieder haben will, sind Schulden überhaupt kein Problem. Können Sie mal ausprobieren. Die Amerikaner werden zu 0% finanziert. Die Griechen zahlen trotz Sparpakete immer noch 4% Zinsen. Deshalb kommen die immer noch nicht richtig zurecht. Ja, sagen die Experten, du darfst das nicht mit der Pro-Kopf-Verschuldung nehmen. Du musst das in Relation zum Bruttosozialprodukt setzen. Die Griechen sind mit 160% vom Bruttosozialprodukt verschuldet. Das ist das Problem. Ah, sag ich, deshalb zahlen die Zinsen. Was ist mit Japan, sag ich dann. Wissen Sie, wie hoch Japan verschuldet ist? Mit 200% oder sogar noch mehr vom Bruttosozialprodukt. Japan ist viel pleiterer als Griechenland je gewesen ist. Wie hoch sind die Zinsen in Japan? Null. Es gibt keine Zinsen in Japan, seit Jahren nicht mehr. Seit die letzte Immobilienblase geplatzt ist, Mitte der 90er, kennen die da keine Zinsen mehr. Die Japaner gehen zur Arbeit, die essen, die trinken, die fahren auch in Urlaub, die kaufen Autos. Und in unseren Zeitungen steht seit 15 Jahren, die japanische Wirtschaft kommt nicht mehr auf die Beine, die haben kein Wachstum mehr. Nee, die leben einfach nur. Und wenn Sie sich das mal mit Verstand angucken, dann werden Sie begreifen, das Wachstum brauchen Sie gar nicht, damit die Menschen Arbeit haben. Und damit die Menschen was zu essen haben, das Wachstum in diesem Wirtschaftssystem brauchen sie jedes Jahr nur, um die immer höher werdenden Zinsen erwirtschaften zu können. Es müssen jedes Jahr mehr Zinsen erwirtschaftet werden, weil das, was verdient worden ist, wird wieder neu angelegt. Und dafür muss gearbeitet werden. Mehr Produkte brauchen wir doch schon lange nicht mehr. Wir Deutschen schmeißen 40% von allen Lebensmitteln, die wir kaufen, in die Mülltonne. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente, die wir verschrieben bekommen, auch in die Mülltonne. Wir produzieren in Europa 20% mehr Autos, als man verkaufen kann. Dasselbe gilt für Handys und für jeden anderen Schrott und Scheiß. Haben Sie noch nie in einem Kaufhaus gestanden und sich gefragt, wer kauft das eigentlich alles? Das ist Volksverarschung mit dem Wachstum. Das brauchen wir nicht, um die Menschen zu beschäftigen. Das brauchen wir nicht, um die Menschen zufriedenzustellen. Das Wachstum brauchen wir, um die Zinsen zu erwirtschaften. Denn die, die einmal Geld haben, lassen das ja für sich arbeiten. Ne? Das ist ja der beste Spruch im Kapitalismus. Das Geld für sie arbeiten lassen, tun sie ja auch. Ne? Wenn sie Lebensversicherung abgeschlossen haben, lassen sie das Geld. Haben sie schon mal versucht, einen 50-Euro-Schein eine Chip in der Hand zu drücken? Ja, da wird sogar der BWLer merken, Geld kann überhaupt nicht arbeiten.
Das ist für viele BWLer ein Schock. Wenn die stundenlang mit dem 50-Euro-Schein vor der Schippe rumwedeln. Ne? Arbeiten können nur Menschen. Menschen müssen arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften. Wenn Sie 4% Rendite haben wollen auf die Lebensversicherung, was meinen Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperren Sie das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge oder was? Wenn Sie 4% Rendite haben wollen, muss die Versicherungsgesellschaft jemanden finden, der 7% Zinsen zahlt. Denn Sie wollen 4% haben, die haben Kosten und wollen auch noch was verdienen. Also einer muss arbeiten und 7% erwirtschaften. Und im nächsten Jahr legen Sie neues Geld in die Lebensversicherung an. Das sind jedes Jahr Milliarden, die die Deutschen neu anlegen. Und dafür muss wieder was erwirtschaftet werden. Und deshalb müssen die Menschen, die produktiv arbeiten, jedes Jahr noch produktiver werden. Und das, was sie mehr erwirtschaften, wird nicht als Lohn ausgezahlt, sondern in immer größeren Batzen in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die schon einmal Geld haben. Und die Deutschen alleine haben ihr Vermögen von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden auf 5.000 Milliarden Euro gesteigert. Das ist das Barvermögen der Deutschen. Da sind die Immobilien noch gar nicht mit dabei. 2 Billionen auf 5 Billionen von 1980 bis heute. Auf diesem Berg müssen inzwischen Zinsen geschaufelt werden. Und deshalb müssen wir aufhören, von einer Schuldenkrise zu reden, meine Damen und Herren. Das ist Verarschung. Wir haben eine Vermögenskrise. Die arbeitenden Menschen vermögen, die Zinsen nicht mehr zu erwirtschaften. Man hätte Griechenland ganz anders helfen können. Natürlich hat man sagen müssen, ihr Griechen, ihr seid natürlich ein Spezialfall. Ich meine, Griechenland ist nur komplett unterfinanziert gewesen, wie alle europäischen Länder, aber da ganz extrem. Die Länder sind unterfinanziert, weil sie weniger Steuern einnehmen, als sie an Ausgaben haben. Die Empfehlung der BWLer und der Volkswirtschaftler ist dann immer, ja, wenn ihr weniger einnehmt, also ausgeht, müsst ihr die Steuern senken. Ja, machen Sie doch auf, wenn Sie mit Ihrem Geld nicht auskommen, gehen Sie zum Chef, sagen Sie, Chef, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, kannst du meinen Lohn senken. Griechenland ist ganz extrem, die kennen das dann mit dem Steuerzahlen überhaupt nicht. Sobald sie ein bisschen besser verdienen oder selbstständig sind, dann zahlen sie da keine Steuern. Das sind Fantasieerklärungen, die die da abgegeben haben. Ich glaube, da gibt es Dörfer, da liegen Luxusjachten im Hafen, da hat nie einer mehr als 10.000 Euro im Jahr verdient. Die Steuererklärung, da ist besonders wichtig die Anlage B, wie Bargeld. Sie schreiben eine Fantasiezahl in die Erklärung, legen einen 50-Euro-Schein hinten rein, dann sagt der Beamte, das stimmt so, das sieht gut aus. So war das in Griechenland jahrzehntelang. Das ist halt immer so gegangen und gut war. Und die Reichen haben keine Steuern gezahlt, sondern haben das Geld in die Schweiz verschleppt oder haben mit dem Schwarzgeld Schwarzbauten, Luxusvillen dahingestellt, Schiffe angeschafft und so weiter. Da gibt es kein Katasteramt drüber, keiner weiß, wem die Luxusvillen gehören. Und 200 Milliarden Euro griechischer Schwarzgelder liegen auf Schweizer Konten. Das ist die offizielle Auskunft vom Internationalen Währungsfonds. Der ist ja kommunistisch unterwandert, wie wir alle wissen. Die griechischen Staatsschulden betrugen übrigens 300 Milliarden Euro auf dem Höhepunkt der Krise. 200 Milliarden Schwarzgeld in der Schweiz. So, jetzt haben wir ja zu den Griechen sagen können, pass mal auf, ihr Griechen, wir helfen euch. Aber da müsst ihr natürlich auch was tun. Ihr müsst euer Steuersystem reformieren, ihr müsst überhaupt erstmal Steuern eintreiben von den Besserverdienern. Ihr müsst ein Katasteramt einführen und finden, wem die Luxusvillen da gehören. Ihr holt das Schwarzgeld aus der Schweiz zurück und dafür kriegt ihr 5 Jahre Zeit. In der Zeit hält die EZB echt den Rücken frei. Wenn die amerikanische Zentralbank das Land mit 0% finanzieren kann und die japanische Zentralbank das Land mit 0% finanzieren kann, kann die europäische Zentralbank das doch auch. Ihr müsst da was machen, die Reformen werden kontrolliert, aber in der Zeit habt ihr euch den Rücken frei. Das darf die EZB aber nicht. Die EZB darf das Geld nicht in Länder leihen, sie muss es den europäischen Banken leihen. Denn unsere Experten sagen, nur die Banken wissen, wem man Geld leihen darf und wem nicht. Das Geld kommt aber eh von der EZB. Die Banken müssen sich ja auch refinanzieren. Die Banken leihen sie im Augenblick das Geld bei der EZB für 0,25% und leihen das den Griechen für 4%. Warum darf die EZB den Griechen das nicht direkt leihen? Weil dann das Schmarotzerpakt bei den Banken sein Geschäftsmodell verloren hat, meine Damen und Herren. Und wir reden eben nicht von den kleinen Sparkassen, die wir brauchen. Wir reden nicht von den Geschäftsbanken, die wir brauchen, um unser Gehalt überwiesen zu bekommen und abzuwickeln. Wir reden von diesen Investmentbankern. Dieses Schmarotzerpack finanziert all diese Wirtschaftsexperten, die Ihnen im Fernsehen erklären, dass die EZB den Ländern nicht helfen darf. Das sind alles Mietmäuler. Das lassen Sie sich was kosten. Das Geld kommt da von der EZB. Da hätte man doch sagen können, pass mal auf, ihr Griechen, ihr kriegt 5 Jahre Zeit, Reformen zu machen, habt ihr eine Chance. Ja, und wenn da ein Kredit fällig wird bei der Deutschen Bank, sagen wir mal, in Höhe von 10 Milliarden, ruft er bei der EZB an, dann überweisen die euch das Geld
Ihr überweist es an die Deutsche Bank, die überweist es an die EZB zurück, ist einmal rumgelaufen, alle sind zufrieden, glücklich. Und die EZB muss keine Gewinne machen. Die brauchen keine 26% Eigenkapitalrendite. Aber dann hätte der Schmarotzerpack sein Geschäftsmodell verloren. Stattdessen ist die Merkel dann nach Griechenland gefahren und hat gesagt, Freunde, wir hören jetzt halt 8% Zinsen auf dem freien Markt. Das kann ja keiner, das wissen wir. Wir helfen euch. Und dann hat die Merkel einen Hilfskredit über 10 Milliarden Euro auf den Tisch in Griechenland gelegt. Können Sie sich erinnern? War ein Riesengeschrei bei uns. Unser gutes deutsches Geld in dieses Fass ohne Boden. Das war gar nicht unser Geld. Wir hatten noch keine 10 Milliarden über. Wovon träumen Sie eigentlich alle nachts? Zu dem Zeitpunkt haben wir uns 50 Milliarden neu geliehen, um mit Konjunkturprogrammen die Abwrackprämie zu finanzieren. Und die 10 Milliarden, die wir den Griechen geliehen haben, haben wir uns natürlich auch geliehen. Aber für 2%. Wir haben das Geld für 2% geliehen und den Griechen für 5% verliehen, wie man das unter Freunden so macht. Wir haben an dem griechischen Kredit jedes Jahr 300 Millionen Euro verdient. Und das hat der Schäuble fest eingeplant gehabt als Einnahme im Haushalt. Das können Sie nachgucken. Das stand da drin. Und die Griechen haben auch treu und brav bezahlt. Und als der griechische Finanzminister nach 3 Jahren mal dezent in einem Interview darauf hingewiesen hat, dass wir Deutschen jetzt schon 900 Millionen Euro an dem Kredit verdient hatten, ohne einen einzigen Cent eigenes Geld eingesetzt zu haben, da sind die über den hergefallen. Oder undankbar sein. Und am selben Tag, wo die den Kredit über 10 Milliarden dahingelegt hat, hat die Merkel den Griechen noch einen Kaufvertrag für 2 neue U-Boote von deutschen Werften auf den Tisch gelegt. Wir passen schon auf, dass die Griechen von dem Geld, das wir denen leihen, keinen Scheiß kaufen. Und die U-Boote brauchen die, um sie in der Krise über Wasser zu halten. Ne? Beginnen Sie zu ahnen, warum wir in Teilen der griechischen Bevölkerung so beliebt sind? Die Treuekette sagen müssen, Griechen, holt das Schwarzgeld aus der Schweiz zurück. Wofür habt ihr die U-Boote? Auf, marsch, marsch. Führt ein Steuersystem ein. Und wenn ihr nicht wisst, wem die Luxusvillen gehören, da empfehle ich ja folgende Vorgehensweise. Ich klinge in einer ersten Luxusvilla und sage, guten Tag, wir kommen vom Finanzamt, wir hätten gerne mal gewusst, wem das Haus hier gehört. Und wenn die sagen, das wissen wir auch nicht. Wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, also Sie sind nicht der Besitzer, nicht der Eigentümer. Nö, wir wohnen hier nur. Dann sind Sie Mieter. Dann müssen Sie auch einen Mietvertrag haben. Sie müssen den Besitzer doch kennen. Nö, wir wohnen hier nur. Dann würde ich sagen, dann kommen Sie mal raus. Sie sind nicht Besitzer, nicht Eigentümer, nicht Mieter. Sie sind Besetzer. Ab ins Gefängnis, ich lasse einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt. Es schafft Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Während die Jungs beschäftigt sind, klingel ich über der Nachbarvilla. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt, wie Sie sehen, führen wir hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie 3 Villen abgerissen haben, ab der 4. Villa meldet sich überall ein Besitzer. Was wollen Sie eigentlich? Wir wollen wissen, wem das Haus gehört. Das ist mein Haus. Was wollen Sie denn jetzt? Wir wollen wissen, wovon das bezahlt worden ist. Laut unseren Unterlagen haben Sie ja nie mehr als 10.000 Euro im Jahr verdient. Das Haus war noch ein bisschen mehr. Hat mehr gekostet, oder? Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja. Soll man raten? Schwarzgeld? Ja. Jetzt hören Sie doch mit dem Getue auf. Wir sind doch selber geriefen. Wir wissen, was hier gelaufen ist. Ist ja auch kein Problem. Das war bis jetzt so akzeptiert. Da sollen Sie nicht für bestraft werden. Nur, wir müssen hier sparen. Die Renten müssen gekürzt werden um 30%. Sie zahlen jetzt 10 Jahre die Steuern nach. Sie sagen, es war das Haus gekostet hat. Darauf zahlen Sie jetzt 10 Jahre Steuern nach. Auf die Summe. Ja, mein Geld ist in der Schweiz. Ja, dann holen Sie das zurück. Ich will mich beeilen. In 2 Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren, meine Damen und Herren. Sie müssen diesen Leuten zeigen, dass sie das ernst meinen. Die Reichen zahlen keine Steuern, die verschleppen das Geld in die Schweiz und kaufen von da aus an Staatsanleihen. Das ist, als wenn ich ihnen die Möbel klaue und sage, sie können die zurückmieten. Glauben Sie, Ali Schwarzer hat freiwillig ihre Steuern nach erklärt? Der haben sie auch Druck gemacht. Nicht aus Deutschland, nein, aus der Schweiz. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in der Schweiz los ist? Die Schweizer Banken haben nämlich richtig Stress. Das Steuerabkommen ist ja gescheitert. Und es geht hier gar nicht mal um Uli Hoeneß. Sondern die Schweizer Banken haben begriffen, die kriegen richtig Ärger. Die werden nämlich verklagt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Amerikaner haben die schon totgeklagt. Mit Milliardenstrafen haben alles offengelegt, was Amerika betrifft. Und die haben Angst, dass aus Europa der Rest jetzt auch kommt. Und da haben die Schweizer Banken im letzten Sommer ihren Kunden gesagt, pass mal auf, wenn ihr hier Geld habt, das bis jetzt in Deutschland unbekannt war beim Fiskus, dann macht euch jetzt bitte ehrlich. Ihr müsst bis Ende des Jahres eine Bescheinigung vorlegen, dass das Finanzamt in Deutschland weiß, was ihr hier habt.
Und wer das nicht vorlegt, der kriegt das Vermögen in Form eines Bargeldchecks ausgezahlt. Und da können Sie mal gucken, wo Sie den einlösen. Und deshalb haben wir 60.000 Selbstanzeigen, meine Damen und Herren. Das hätte ihr doch niemals verwillig gemacht, die Schwarzer. Die haben wir doch jetzt noch rum. 10 Jahre hat sie nachgezahlt. Jetzt wären wir aber quitt, was wir jetzt eigentlich noch wollten. Wir sind nicht quitt, du Bild-Zeitungsnutte. Und es geht ja auch nicht darum, die Frauenbewegung zu diskreditieren oder anzugreifen. Es geht genau um dich. Du hast vor 30 Jahren das Geld verschleppt. Damals hast du die Steuern nicht gezahlt, seitdem nicht. Das Geld, das uns da gefehlt hat, haben wir aufnehmen müssen. Dafür zahlen wir heute noch Zinsen. 30 Jahre hinterzogen, 10 Jahre nachgezahlt. Und dann sagen wir, sind doch quitt. Was ist denn das für eine Moralvorstellung, die sich hier eingeschlichen hat? Diese Leute, die immer sagen, ja, die Steuern sind aber auch so hoch, da muss man ja schon in die Schweiz. Ja klar, bei Karstadt ist so teuer, da muss man klauen, ne? Und da kommen sie mal und sagen, ja, aber die Amerikaner, die zahlen viel weniger Steuern. Ja, aber das, was die zahlen müssen, das wird doch eingetrieben. Der amerikanische Fiskus ist da richtig hinterher. Die IRS ist genauso gefürchtet wie die NSA. Jeder Amerikaner, der im Ausland Geld verdient, muss das in den USA versteuern. Bei uns ist das nicht so, ne? Nö, Vettel, Beckenbauer, die leben in Österreich oder in der Schweiz und zahlen keine Steuern hier. Schumacher auch, um den sie alle so große Sorgen machen. Da sage ich immer, Schumacher ist auf der Steuerflucht für den Felsen gelaufen. Was soll ich denn da Mitleid mit haben, meine Damen und Herren? Hatte der Mitleid mit uns? Der Mann ist in die Schweiz gezogen, als er 80 Millionen D-Mark verdient hat damals pro Jahr. Da hat er offiziell gesagt, Spitzensteuersatz zu zahlen finde ich unfair und ist abgehauen. Der hat uns 10 Jahre lang jedes Jahr mindestens 35 Millionen hinterzogen. Dann spendet er bei der Oderflut 1 Million und da wird ihm ein Denkmal gesetzt, der tolle Schumi, und alle sind begeistert. Wie kann man denn so einen Menschen zum Idol machen? Das ist ein asoziales, egoistisches Charakterschwein. Und das muss man noch mal so aussprechen. Wer zahlt denn die Honorare für den Beckenbauer? Die Sky-Zuschauer, oder? In Deutschland wird das Geld verdient und es wird nicht versteuert. Man muss das alles ein bisschen sportlicher organisieren. Bei den Luxusjachten in Griechenland brauchen sie nicht mal einen Bulldozer. Da gehen sie einfach auf die erste Yacht, sagen, wem gehört das hier? Wenn sie sich gerne melden, machen sie 3 Löcher rein, blub, blub, blub. Wenn sie 3 Yachten versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das ist mein Schiff, was wollen Sie eigentlich? Ja, wir wollen wissen, wem das gehört. Und dann wollen wir wissen, wovon das bezahlt worden ist. Ja, ja, wir wissen es ja inzwischen, das ist alles Schwachsinn. Ist kein Problem, sie zahlen 10 Jahre die Steuern nach und dann sind alle glücklich. Ja, aber mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, dann müssen Sie das Schiff jetzt verkaufen und davon zahlen Sie die Steuern nach. Aber dann hätten sie das ja gleich versenken können. Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund. Es war nie sein Geld, wovon er das Schiff gekauft hat. Das wollen diese Leute nicht begreifen. Das Schuldenproblem ist zu lösen. In Deutschland sowieso. In Deutschland können wir das Schuldenproblem morgen mit einem Schnips lösen. Jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind die berühmten 2.000 Milliarden von der Schuldenuhr des Bundessteuerzahlers, ne? Das sind 25.000 Euro pro Kopf an Staatsschulden. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen aufräumen zu Hause. Das Geld ist jedenfalls da. Das sind die 5.000 Milliarden, von denen ich eben sprach. Das Barvermögen der Deutschen sind 5 Billionen pro Kopf vom Baby bis zum Greis 60.000. Jetzt habe ich mal eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen, warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist er nie bescheuert? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden, die haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil als Steuerzahler. Die 60.000 Euro Barvermögen, die gibt es auch pro Kopf, aber die haben Sie nur statistisch. So wie Sie statistisch gesehen auch 287 Eier im Jahr essen, obwohl Sie gar keine Eier mögen. Das ist das Tolle an Statistik. Das Geld ist aber da. Es ist aber schlecht verteilt. 50% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Wer für 833 Euro im Monat arbeiten geht und dem geht die Waschmaschine kaputt, der hat echt ein Problem. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse. Die reichsten 10% verfügen über 65 bis 66% der gesamten Ersparnisse.
Und der Prozentsatz, der den reichen 10% gehört, der wächst von Jahr zu Jahr. Der wird immer größer. Die reichen 10% verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Die können die Staatsschulden in Höhe von 2.000 Milliarden aus der Portokasse bezahlen und hätten mehr über, als der Rest jemals im Leben zusammen erarbeiten kann. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Da müssen Sie nicht lachen, das hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen blöden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt jetzt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt die 25.000 Euro Staatsschulden zurück und dann fangen wir alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das wäre sogar innerhalb des Kapitalismus möglich, innerhalb unseres jetzigen Systems. Wenn die Reichen 10% die Hälfte von ihrem Geld abgeben würden, wären die Staatsschulden so weit abbezahlt, dass der Rest locker zu stemmen wäre. 50% müssen die abgeben, müssen ja nie auf einen Schlag abgeben. Volkswirte haben das alles durchgerechnet. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld ja auch zusammen. Dann wären wir in 10 Jahren quasi entschuldet. 5% jedes Jahr ist das, was die Reichen letzten 10 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Wofür die kleinen Leute arbeiten waren. Wir wollen gar nicht an das Vermögen dieser Menschen ran. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben. Und in diesen 10 Jahren verdienen die ja auch wieder Geld dabei und kriegen sogar noch Zinsen. Und wir reden von Vermögen ab 1 Million pro Person aufwärts, nur damit sie nicht meinen, dass sie betroffen sind. Und wenn sie betroffen sein sollten, wenn sie von 1 Million 5% abgeben müssen, können sie beim nächsten Maserati Golf immer noch den beheizten Außenspiegel mitbestellen. Das Problem ist zu lösen. Es muss keiner darunter leiden. Ob sie 20 Millionen besitzen oder 10 Millionen besitzen, was hat das mit ihrem Alltag zu tun? Das sind doch Phantomschmerzen. Und man kann das Gesetz morgen machen. Das widerspricht doch nicht dem Grundgesetz. Man kann das Gesetz morgen machen. Es gibt nur ein Problem, wir haben eine Demokratie. Deshalb wird das nichts. Sie kriegen in einer Demokratie wie der unseren keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung profitieren wird. Das wirklich Grausame ist, sogar 80% der Menschen, die gerade geklatscht haben, haben wahrscheinlich im letzten Herbst eine Partei gewählt, die nur Politik für diese reichen 10% macht. Und das werden sie beim nächsten Mal auch wieder tun. Bei CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne machen diese Wirtschaftspolitik für die reichen 10%. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Und diese fünf Parteien sind eine Einheitspartei im Grunde, wirtschaftspolitisch gesehen. Innerhalb der SED gab es, glaube ich, mehr Streit. Und diese Parteien holen zusammen immer über 80% locker. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen finanziellen Interessen zu stimmen? Mit einem Trick. Die versprechen den 70% Verarschten, dass sie eines Tages auch zu den 10% Reichen gehören werden, wenn sie sich anstrengend und fleißig und produktiv sind. Und zwar alle. Das nennt man Religion. Und diesen ganzen Schwachsinn haben die so lange erfolgreich in die Hirne der Menschen gehämmert, in unserer angeblich freien Gesellschaft, dass keiner mehr merkt, was hier los ist. Und das machen die mit Hilfe der sogenannten freien Presse. Und da muss man einfach mal gucken, wem das Ganze gehört. Sehen Sie sich mit Verstand an, wem das gehört, was die meisten hier lesen oder konsumieren. Was Zeitungen angeht zum Beispiel. Das sind reiche Familien, denen das Ganze gehört. Springer, Gänse, Springer-Konzern, Gänse. Friede Springer, eine mächtige Frau. Das ist ja nicht nur Bild, das ist Welt, Welt am Sonntag. In Berlin können Sie, glaube ich, gar keine Zeitung kaufen, die nicht von Springer ist. Jetzt in Hamburg bis jetzt auch, jetzt verkaufen Sie was. Dann sind Sie an Fernsehsender beteiligt. Jetzt haben Sie gerade NTV gekauft. Friede Springer, die bestimmt, was los ist in diesem Land. Die macht so oder so. Der Wolf... Tja, der musste weg. Der Wolf, der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das war der erste Fehler. Und dann hat er noch einen Vortrag gehalten über diese Zins- und Zinseszinsproblematik. Da ist schon gar nicht mehr darüber berichtet worden. Da müssen Sie im Internet nachsuchen nach diesem Vortrag. Das hat die Presse schon komplett totgeschwiegen. Und danach haben die den komplett abgesägt. Natürlich war der Wolf auch ein bisschen blöd, das weiß ich auch. Ich fand den jetzt nicht sympathisch.
Ich meine, dem Chef hört natürlich der Bild-Zeitung auf die Mailbox quatschen und sich wundern, wenn er das aufschreibt. Das ist natürlich schon, das ist verschärft. Aber wegen Blödheit hat bei uns noch nie ein Politiker zurücktreten müssen. Können Sie von vorne allein fragen. Wir haben den fertig gemacht. Am Schluss mit einem Prozess über 57 Euro. Jeder hat gemerkt, was das für ein Witz war. Hat die Friede Springer mal kurz so gemacht. Es gibt noch eine mächtige Frau in Deutschland. Das ist Liz Mohn. Das ist Bertelsmann. Übrigens, Liz Mohn und Friede Springer sind auf dieselbe Art an ihren Reichtum gekommen. Die haben als Kindermädchen in diesen Familien angefangen, haben die Alte aus dem Nest geschubst und dann den Alten überlebt. Das Modell schwarze Witwe. Bertelsmann Stiftung. Die machen Politik. Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt. Random House gehört denen. Die machen Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da ist Hartz IV entwickelt worden. Nicht von Peter Hartz. Der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter Hartz den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Die Bertelsmann Stiftung macht die Politik. Und Bertelsmann, den gehört auch RTL 1 bis 24. Den gehört auch großer Teil vom Spiegel, ist Ihnen das eigentlich klar? Ja, Spiegel kennen Sie doch, die Bild-Zeitung für Abiturienten. Und Grunau und Jahr gehört denen auch, wo der Stern zugehört. Und natürlich arbeiten die reichen Familien auch zusammen. Jetzt kann der Chefredakteur von der Bild-Zeitung mal Chefredakteur beim Spiegel werden, das wäre früher undenkbar gewesen. Inzwischen ekeln sie auch von nichts mehr. Das ist jetzt ganz offensichtlich. Und das Privatfernsehen ist für die Verblödung der Menschen zuständig. Darum hat der Kohl das auch damals eingeführt. Der wusste, Brot und Spiele braucht das Volk. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Und wenn man ein Volk dauerhaft verarschen will, muss man es blöd halten. Deshalb darf nichts in Bildung investiert werden. Und das Privatfernsehen war da erfolgreich. Nach 30 Jahren RTL ist das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Fertig. Das gucken sogar Akademiker wahrscheinlich, während sich von anderen Leuten ihre Doktorarbeit schreiben lassen. Dann gibt es noch den Boulevard, das ist die Familie Burda, die kennen Sie vielleicht auch. Burda, denen gehört Gala, Bunte, Frau und Kind, Kind und Hund, womit sie so ihr Resthirn einwickeln. Im Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke. Früher war das die Watz-Gruppe. Da war das zwei Familien, eine sozialdemokratische und eine konservative. Jetzt hat die eine die andere ausbezahlt. Jetzt ist das Funke Medien. Die breiten sich auch immer weiter aus, kaufen im ganzen Osten, in Osteuropa-Zeitungen auf. Funke Medien herrscht da. Das sind reiche Familien, die bestimmen, was die meisten Menschen zu lesen bekommen. Die Süddeutsche Zeitung hat auch den Wirtschaftsteil für die Reichen. Warum? Die Süddeutsche Zeitung gehört zu 89% einer Familie Schaub aus Ludwigshafen. Das sind alte Freunde von Helmut Kohl. Der Familie Schaub hat der Kohl damals auch die größte DDR-Zeitung zugeschanzt nach der Wende. Unter Umgehung der Treuhand. Man kennt sich, man hilft sich. Und diese reichen Familien, die brauchen keine Stasi und keine Mauer und keinen Stacheldraht. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang Produkte aus diesen Häusern gelesen haben, dann ist auch zu spät. Seien Sie ehrlich, Sie sind doch nicht bereit zuzugeben, dass Sie sich 40 Jahre lang am Verarschen lassen. Der Stacheldraht ist fest verankert und Sie können nur noch nicken. Beschäftigen durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, ja, Zins- und Zinseszinspolitik. Soziales, was Arbeit schafft, das ist mein Lieblingssatz. In jeder Talkshow sitzt da einer rum und sagt, Soziales, was Arbeit schafft. Der Satz ist kompletter Schwachsinn, oder? Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre dumme Fresse jetzt mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn jetzt mal sein, ne? Das sind Schwachsinnsätze. Aber der Stacheldrahtbesitzer kann sie nur noch abnicken. Und in dieser Gesellschaft, meine Damen und Herren, wo die reichen Familien die Meinungshoheit haben und die Politik nur für die reichen 10% arbeitet, ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die hat selber keine politischen Ambitionen. Ich glaube dir auch, dass die selber uneitel ist. Die hat auch selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich dir auch. Aber die interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin.
Oder ist nicht gern zu Hause, das kann natürlich auch noch sein. Die hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mir ein einziges innerliches Thema, wo die Merkel mal gesagt hat, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Das nennt man pragmatisch heutzutage. Ja, flexibel. Ne? Das ist, die könnte jede Varieté als Kontorsionistin auftreten. Das sind diese Leute, die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Die war im Gesundheitswesen erst für die Kopfpauschale. Können Sie sich noch erinnern? Auf dem Leipziger Parteitag Kopfpauschale, alles durchgerechnet, das einzige sinnvolle System. Das Wort Kopfpauschale bei der Bevölkerung nicht zu vermitteln, da hat die Merkel nicht gesagt, jetzt hören Sie doch mal zu, das ist so und so, da haben wir uns was bei gedacht, dann sagt die Merkel, nee, lass mal das sein, dann machen wir was anderes. Ist okay, nee, das ist schon gut. Mir nach, ich folge euch. Das ist überhaupt nicht. Hauptschule. Hauptschule ist unverzichtbar, hat sie uns ewig erzählt. Dann hat sie die Hauptschule auf dem vorletzten CDU-Parteitag auch abschaffen lassen. Wehrpflicht. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Wehrgerechtigkeit. Die Wehrpflicht durfte der Gutenberg da mal kurz abschaffen. Mindestlohn. Können Sie sich an die Sprüche noch erinnern? Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze? Wie viele Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Hat in jeder Talkshow ein CDU-Mutant gesessen und gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Und jetzt machen Sie Mindestlohn. Ja, ist doch eh alles scheißegal. Geht doch nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, ist. Da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für Ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady, da gucken Sie aber verstanden, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Das steht in den Maastrichter Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen, die kriegen keinen Pfennig, die müssen alleine klarkommen, jeder für sich. Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam, wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Nur über meine Leiche. Als einige meinten, das lässt sich organisieren. Ja, dann machen wir einen Rettungsschirm, wenn ich bestimmen kann, welche Farbe er hat. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist er doppelt so groß, ja, wenn wir schon dabei sind. Das ist ja, ja. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatomanlagen in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft. Wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt. Da kann überhaupt nichts passieren. Die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan, da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hätte auch gleich... Dann hat sie ein Moratorium gemacht, können Sie sich erinnern? Ein Moratorium, ihr zweitgrößter Trick. Moratorium ist nix auf Latein. Aber der Stacheldrahtbesitzer schwer beeindruckt, ein Moratorium mit Duktus. Dann hat Merkel den Stresstest für die KKVK abgewartet, das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Ein paar Wochen nach Fukushima war Wahl in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger die CDU im Amt gelassen, wären die KKVK am Tag danach wieder für sicher erklärt worden. Wette ich mit Ihnen. Die Untersuchungen lagen bestimmt in der Schublade. So hat die Merkel gemerkt, na, mit dem Thema kann man im Augenblick keine Wahlen gewinnen. Also macht sie wieder ihren berühmten Schwenk, ne, und hat die Atommeiler sofort alle stillgelegt. Die Altmeiler. Komplett. Von heute auf morgen. Ohne gesetzliche Grundlage. Das kennt ihr doch aus dem Politbüro. Da klagen die Betreiber jetzt erfolgreich gegen. Das wird uns noch Milliarden kosten, dass sie einfach so stillgelegt worden sind. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende und hat zur Begründung nur einen einzigen Satz gesagt, ich habe über die Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt, ja? Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie Kernenergie gut oder schlecht finden.
Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel noch mal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt ihr dann die alten Physikbücher aus dem Schrank? Und guckt noch mal Flugzeuge, Kraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmelze in der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in 2 Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler. Ich könnte noch mal neu nachdenken. Die regiert uns mit Floskeln und redet uns nach dem Mund. Und innerlich legt sie sich, wenn es irgendwie geht, überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden. Wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön auch bei der Neujahrsansprache. Das wird ein schwieriger Weg. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampf bestand aus Plakaten, da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen vom Sehr schön auch das Plakat, solide Finanzen sind wichtig, gute Schuhe auch. Machen Sie den Test. Beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach den Ton ab und da konzentriert sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wird zu dem Hund von Loriot aus dem einen Sketch. Ho, 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 ho. Aber das reicht in Deutschland, denn durch die Medien mündig gemachte Bürger, dem reichen ein paar Schlüsselbegriffe wie Sicherheit, Wachstum und Geschlossenheit. Geschlossenheit, das liebt der Deutsche. Das ist in unserem Blut. Eine schöne Fahne und die Reihen fest geschlossen, das hatten wir immer schon toll. Deshalb müssen auch Parteien geschlossen agieren. Hey, wo kommen Sie, wie kommen Sie da drauf? Zu viel Zeitung gelesen, oder? Ich dachte, Parteien müssen diskutieren. Wir haben doch Demokratie. Demokratie ist doch Streit. Wir sind doch nicht alle einer Meinung. Das muss doch ausgefochten werden. Wo soll eine Diskussion denn stattfinden, wenn nicht in den Parteien, auf den Parteitagen? Da muss gestritten werden, leidenschaftlich. Da muss diskutiert werden, Argumente müssen ausgetauscht werden und da wird abgestimmt. Und mal ist man in einer Mehrheit, mal ist man in einer Minderheit. Und da ist doch nicht die Welt zu Ende, wenn man verloren hat. Da kämpft man für seine Überzeugungen. Wo soll die Diskussion stattfinden, wenn nicht in den Parteien, in den Talkshows, im Fernsehen? Wo die Redakteure bestimmt mitdiskutieren darf unter der Leitung von Anne will und kann nicht? Aber diese Art von Demokratie gibt es doch gar nicht mehr. In den Parteien wird doch nicht mehr diskutiert. Wenn eine Partei auf einem Parteitag ernsthaft anfängt zu diskutieren, dann schreibt doch die Presse der reichen Familie nicht, da wird diskutiert, hören wir doch mal zu, worum geht es denn da? Dann schreiben die einfach nur, die Partei ist zerstritten. Das ist das Todesurteil für den Deutschen. Da will er nichts mehr zu tun haben. Nee, die sollen sich einig sein. Worüber ist ihm egal, die sollen sich aber einig sein. Der Deutsche hasst Demokratie. Der liebt Politiker, die auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss mit der Rederei, jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen. Genau, sagt der Deutsche, die sollen an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Die Hauptsache, die ziehen da alle gemeinsam dran. Wenn auf einem Parteitag 2 Leute für denselben Job kandidieren, schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind die journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur. Da, 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 da. Wenn nur einer antritt, dann ist es eine Wahl. Und das hat die Merkel begriffen. Die Deutschen wollen keine Demokratie, die wollen einen gütigen König an der Spitze. Und sie gibt uns Queen Mum. Queen Mum lässt in der Sänfte das Land tragen und sondert ihre Sprechblasen ab. Und was sie sehr sympathisch macht, ihr ist völlig egal, wer ihr die Sänfte trägt. Sie ist ja nicht wählerisch. Wenn eine Partei schlapp macht, nimmt sie den nächsten Koalitionspartner. Ist ihr auch egal, wo die Sänfte hingetragen wird. Sie will da nur drin sitzen, das ist das Wichtige. Und die SPD will inzwischen auch nicht mehr diskutieren, wo die Sänfte hingetragen werden soll. Die will einfach nur eine Hand an der Sänfte haben. Das ist das Wichtigste. Denn Opposition ist Mist. Eine Meinung haben ist Mist. Man will lieber an der Sänfte dran sein.
Man muss da irgendwie an die Vorträge rankommen, nicht, Herr Gabriel? Sieht mal, Gabriel, der ist abgewählt worden als Ministerpräsident in Niedersachsen damals, als Nachfolger von Schröder. Da hat er sich nie auf die Oppositionsbank gesetzt und gegen den Wolf gekämpft und hat gesagt, ich stehe für meine Politik ein und will wieder an die Macht kommen. Nein, der Sigmar Gabriel hat eine Unternehmensberatung gegründet. Da ist der prädestiniert für, der ist ja Erdkundelehrer von Haus aus. Wissen Sie, wen der beraten hat? VW. Da saß der ein paar Wochen vor, nämlich noch im Aufsichtsrat als Ministerpräsident. Da wusste der genug über die einzelnen Leute, dass er einen Auftrag gekriegt hat. Für ein paar hunderttausend Euro hat er eine Studie geschrieben über die Zukunftschancen von VW in Europa damals. Mit einer schönen Flasche Lambrusco schreiben wir uns das gleich auch zusammen. Kein Problem. Und die SPD muss aufpassen, weil die Grünen können auch Sänfte tragen. Warte mal ab. Für die Grünen ist die Sänfte das ökologischste Fortbewegungsmittel überhaupt. Ja. Die Grünen, was ist aus denen geworden? Das waren mal richtige Spinner, oder? Wissen Sie, wie die aussahen, als sie in den Bundestag einzogen? Verglichen damit sind die Piraten noch Bankangestellte. Die Grünen wollten raus aus der NATO. Die Piraten wollen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Die Grünen wollten raus aus der NATO und waren keine 3 Monate in der Regierung. Da haben die Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Da habe ich begriffen, was für die Grünen raus aus der NATO bedeutet. Über die NATO hinaus. Out of area. Was Frieden schaffen ohne Waffen wurde, Frieden schaffen mit immer mehr deutschen Waffen. Unter Rot-Grün sind die Waffenexporte so explodiert. Tja, die Grünen haben es begriffen und deshalb hat kein bürgerlicher Wähler mehr Angst. Die Grünen haben gelernt, man rettet Kröten am besten dadurch, dass man sie schluckt. Die sind gegen Kernkraft, aber für Kaviar. Warum nicht Kaviar? Natürlich Bio-Kaviar, handgestreichelter Stör, ist klar. Darf auch Kinderhand sein, macht dem Stör nichts aus. Und Claudia Roth schmeckt das auch nicht raus. Die Grünen schimpfen heute bei den Piraten über das, was sie damals früher selber sympathisch gemacht hat. Und dann steht die Claudia Roth auf dem grünen Parteitag und ruft, Piraten, wir wollen wissen, was hinter eurer Augenklappe ist. Ja, ein Auge, du blöde Kuh. Eine Frau, die man keine Schiffe taufen lässt, weil sie die Flasche nicht loslassen kann. Wegen Pfand, was haben Sie jetzt wieder? Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und auch die AfD, das ist Einheitspartei. Und wir mixen diese 5 Parteien, zumindest die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese 5 Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. Sollen wir mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen.
Dann müssen sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, dann müssen sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangskurs und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem 3. 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das Unterdrittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen. Obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur. Und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Und wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen ja 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Müssen sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus, was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese Gramgebeugten vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel, mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte, bis zum Horizont. In den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag. Menschen ohne Krankenversicherung. Menschen ohne Zähne. Das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA. DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen ja mal fair bleiben. Herr Gauck, keiner will eine Mauer. Keiner will eine Stasi und keiner will eine Diktatur. Darum geht es nicht. Das ist auch alles 25 Jahre her. Hören Sie mit den ollen Kamellen auf. Wir wollen über Wirtschaft diskutieren. Das, was Menschen brauchen, was sie glücklich machen könnte.
Und was haben Sie denn Angst vor der Stasi? Wir haben doch längst die NSA. Die alten Stasi-Kumpel heulen doch ihre Kissen, wenn sie denken, was die Jungs heute für Möglichkeiten haben. Aber vor der NSA hat doch kein Deutscher Angst. Wir leben im christlichen Abendland, da wachsen wir auf mit dem Wissen, da ist immer einer oben, der alles mitschreibt. Der alles sieht und alles weiß, fand ich als Kind schon pervers. Die Vorstellung, dass einer alles sieht, was ich mache, auch wenn ich allein am Klo bin und so. Und sogar meine bösen Gedanken. Boah. Und als sie mir erzählt haben, Oma sitzt auf der Wolke und hat dich immer im Auge, mich hat das nicht beruhigt, das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, woran Sie glauben, dass Ihre Schwiegermutter auf der Wolke sitzt, ihm beim Sex zuguckt oder was? Und sagt, ne, heute waren Sie nicht so gut, Heinz, ne? Ja. Die Kinder im christlichen Abendland wachsen auf mit dem Glauben an den Nikolaus. Da haben sie uns Angst mit gemacht früher. Der Nikolaus kommt einmal im Jahr mit einem großen Buch, da steht alles drin, was du gemacht hast. Auch das, was keiner mitgekriegt hat. NSA heißt Nikolaus sieht alles. Das sind wir gewöhnt. Und bestrafe nur die Bösen, dafür gibt es den Knecht Ruprecht. Das ist der Mann, der mit der Rute kommt und die Kinder verprügelt. Wie pervers muss man eigentlich sein, um sich solche Figuren auszudenken? In Holland heißt der Knecht Ruprecht Zwarte Piet. Da war jetzt im Winter wieder eine Riesendiskussion. Nicht darüber, dass es pervers ist, eine Figur mit einer Rute zu haben, die Kinder verprügelt, sondern dass es ein Farbiger ist. Und dann schreibt mir wieder einer, ja, Farbiger ist ja auch rassistisch. Aber wahrscheinlich muss man sagen, maximal pigmentiert. Ich weiß es nicht. In den USA heißt der Zwarte Piet Obama. Manche sagen Black Bush. Seine Route sind die Drohnen. Und die NSA besorgt die Daten für das Terroristen-Euthanasie-Programm. Und wenn mir der NSA eine richtig Bockmist gebaut hat, dann muss er zur Strafe 3 Monate lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Das ist die Höchststrafe bei der NSA. Danach hat noch nie wieder einer einen Fehler gemacht. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre? Inklusive der Bildungschancen für Ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als in den Rentnern der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer wird mit Angst regiert, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, in diese schwachsinnige Riester-Rente einzuzahlen, indem man ihnen Angst vor der Rentenlücke macht? Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre, weil das umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle, das für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige System. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was ich sparen kann, seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnchen finden nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mal vor Vermögensberatern behindert. Aber die Umlage ist eben nicht, dass man in ein System einzahlt und das dann verzinst wiederkriegt. Man muss es überhaupt erstmal begreifen. Umlage heißt das, was in diesem Jahr erwirtschaftet wird von uns allen. Das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir verteilen das, was wir erwirtschaften. Auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch so jung sind und auf die, die schon zu alt sind. Denn es sind alle von allen abhängig. Der Chefarzt kann nur operieren, wenn die Putzfrau vorher den OP sauber gemacht hat. So, in diesem System, wenn alle Glück haben, werden sie 80. Dann profitieren sie die ersten 20 Jahre von Ausbildung. 40 Jahre, wenn sie stark sind, tragen sie das ganze System. Und die letzten 20 Jahre profitieren sie wieder von Rente. Und wenn wir alle 90 werden, hängen wir überall noch was dran. Und wer wie viele Jahre, darüber kann man ja durchaus diskutieren. Und der eine ist stark und kräftig und hat Spaß, 45 Jahre lang zu arbeiten, weil es ihm Spaß macht und er kann tragen. Und der andere ist nach 35 Jahren kaputt, weil er vielleicht nicht so gesund ist. Warum soll er weniger Rente kriegen als der andere?
Haben Sie Kinder? Verteilen Sie die Essensportion mittags nach den Schulnoten, die wir nach Hause bringen? Was sind das für Sozialvorstellungen, die wir hier haben? Wenn wir eine Schicksals- und Solidargemeinschaft sind, ist die Umlage das einzig Sinnvolle. Und wenn nochmal einer kommt und sagt, ja, es kommen doch heute auf einen Arbeiter sieben Rentner, das kann doch nicht funktionieren, dann sagen sie einfach, ja, der eine Arbeiter ist siebenmal so produktiv wie vor 30 Jahren. Nur, dass das, was der mehr erwirtschaftet, nicht mehr als Lohn ausgezahlt wird und umverteilt wird, sondern in Form von Zinsen und Dividenden an die Reichen rübergeht. Meine Damen und Herren, 40%. Was wir hier erwirtschaften, fließt komplett in Form von Zinsen, Dividenden und Mieten in die Taschen der Besitzer. Der Anteil, den die Arbeit der Bevölkerung noch überhat, der wird jedes Jahr immer kleiner. Das ist ja das Verrückte an diesem System. Wenn alle mitmachen würden, wäre das alles überhaupt kein Problem. Denn von diesen 40% müssen sie ja nichts in die Umlage einzahlen. Und die Ärzte haben eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer auch. Alle, die ein bisschen besser verdienen, haben sie sowieso aus der Solidargemeinschaft ausgeklinkt. 27% zahlen überhaupt noch in die Sozialsysteme ein. Das sind die mit den 833 Euro im Monat zum Beispiel. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn davon hinter 80% eine Rente kriegen soll. Wenn aber alle von allem einzahlen, ist das System perfekt. Weil das kann nicht kaputt gehen. Es kann mal gute Jahre geben, haben alle was mehr. Es kann mal schlechte Jahre geben, haben alle was weniger. Aber alle haben immer etwas. Und natürlich muss man auch den Rentnern beibringen, dass es auch mal schlechte Jahre geben kann. Es gibt auch für 70-Jährige keinen Anspruch auf ewiges Wachstum. Aber das System müsste man den Menschen erklären. Was glauben Sie, warum das in der Schule nicht erklärt wird? Sie wissen schon, warum. Es könnte sich ja was ändern. Und die Zeitungen schreiben lieber unsere Rente kaputt. Weil die reichen 10% natürlich etwas abgeben müssten. Das System ist perfekt. Und wie kriegt man die Reichen dazu, unser System einzuzahlen? Da rufen wir einfach in der Schweiz an und fragen die, wie die das machen. In der Schweiz zahlen alle dieselbe Rente ein. Wahrscheinlich haben die Schussanlagen an der Grenze. Sonst würden die Reichen ja wahrscheinlich alle abhauen. Ne? Die kennen doch keine Beitrags- und Messensgrenze. Wenn sie in der Schweiz 1 Million verdienen, zahlen sie von der 1 Million komplett in die Rente ein. Nur 5 oder 6%, aber von allem. Hier haben wir die Beitragsvermessensgrenze. Die meisten Menschen lernen die ja nie kennen. Das ist ein Schutzzaun für die Besserverdiener. Wenn Sie mehr als 5.800 Euro oder 5.900 Euro im Monat verdienen, müssen Sie für dem, was drüber liegt, nicht mehr in die Rente abdrücken. Wenn Sie mehr als 3.900 Euro verdienen, müssen Sie von da, was mehr ist, nicht in die Krankenkasse abdrücken. Diese Beitragsvermessensgrenze wird jedes Jahr neu festgelegt. Das führt im Augenblick dazu, dass jemand, der 1.000 Euro brutto im Monat verdient, davon 20% abgeben muss an die Gemeinschaft. Krankenkasse, Arbeitslosen- und Rentenpflegeversicherung. 200 Euro von 1.000 Euro gibt er ab. Wer 20.000 Euro brutto verdient, der gibt keine 20% ab. Das wären ja 4.000 Euro. Wovon soll er das tun? Der gibt nur 1.000 Euro ab. Das ist die absolut höchste Zahl. Höher steigt das nicht. Wer 6.000 Euro verdient, gibt 1.000 Euro ab. Wer 8.000 Euro verdient, gibt 1.000 Euro ab. Wer 15.000 Euro verdient, gibt 1.000 Euro ab. Und wer 20.000 Euro verdient. Das ist das, wenn die Sozialdemokraten sagen, die starken Schultern müssen mehr tragen. Ja, Kaviar in der Tasche nach Hause. Ne? Und wenn da wieder so ein Spezialdemokrat kommt und sagt, ja, aber wenn wir den mit 15.000 Euro Einkommen in die Rente einzahlen lassen, müssen wir den ja hinterher Riesenrenten zahlen. Das ist auch eine Lüge, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich nicht länger verarschen. Man muss das nicht. Die Schweiz hat eine Mindestrente eingeführt und eine Höchstrente. Die Schweiz ist ja sozialistisch, das wissen Sie, ne? Die haben begriffen, jemand, der ein Leben lang viel Geld verdient, der braucht im Alter trotzdem nur 3.000 Schweizer Franken Rente. Den Rest hat er sich zusammengespart. Wer ein Leben lang für kleines Geld schuften musste, der braucht eine Mindestrente, damit er im Alter nicht im Dreck sitzt. Mindestrente, Höchstrente, das kann man alles demokratisch beschließen. Man muss das wollen. Wenn die Sozialdemokraten sagen, das geht nicht, dann ist das der Klassiker. Sozialdemokraten lügen, ohne jemals rot gewesen zu sein, meine Damen und Herren. Aber ich kann das alles 100-mal erklären. Sie gehen nach Hause, lesen einen Zeitungsartikel, die Rentenlücke, die Rentenlücke. Und hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern der Regierung. Da machen sie das auch Angst vor. Ne? Parteien, die neu kommen, die diskutieren. Och, die ganze kleine Partei. Weimar, habe ich gar keine Regierung. Das ist ja schlimmer als eine Scheißregierung. Oh. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führen, es bleibt immer im Amt.
Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Das ist auch so nicht. Oh, der demografische Faktor. Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Menschen. Wie das geht, aber es ist überhaupt keiner. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Es gibt in Europa jedes Jahr die Umfrage, wo die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden sind und sich von ihrem Staat fair behandelt fühlen. Und drei Länder stehen immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden und Norwegen. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten persönlichen Steuersätzen. Der größten Umverteilung. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, das macht glücklich und zufrieden. Toi, toi, toi. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Aussterben. Und die Afrikaner haben ja schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, dann wollen wir auch nicht mehr. Und dann weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Scheitern der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was es passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber das Programm ist jetzt beendet. Ich darf mich noch bedanken. Ich bedanke mich bei all den Menschen, die hinter den Kulissen dafür gearbeitet haben, dass ich auf der Bühne stehen konnte. Ganz egal, wo Sie gearbeitet haben, hier im Pantheon. Programmplanung, Werbung machen, Kartenvorverkauf an der Abendkasse, am Einlass, Getränkeverkauf hier im Saal, Technik, Licht und Ton. All die Menschen, die hier bei der Aufzeichnung mitgeholfen haben, meine Damen und Herren, da hängt ein ganzes Produktionsteam dran. Sie sehen im Fernsehen nicht mal einen Bruchteil der Leute, die da verantwortlich sind, die da im Ü-Wagen noch sitzen und alles andere machen. An all diese Menschen einen herzlichen Dank und die haben auch einen Applaus verdient. Dankeschön. Trotz der Spendstunde ein letzter Medien, wenn der private Appell. Ja, die Heime schließen immer früher. Bei mir läuft das seit ein paar Jahren wunderbar. Das merken Sie ja vielleicht, wie viel Spaß mir das macht. Aber ich habe ja nicht vergessen, wie das früher war. Ich bin jetzt seit 31 Jahren mit dem Kabarett unterwegs. Und ich weiß noch genau, wie das die ersten 14, 15 Jahre war. Ich habe vor sehr, sehr wenig Leuten in sehr, sehr kleinen Räumen gespielt. Manchmal habe ich auch vor sehr, sehr wenig Leuten in sehr, sehr großen Räumen gespielt. Aber darum geht es nicht. Was ich Ihnen sagen möchte, ist Folgendes. Die Menschen, die gekommen sind, als ich noch unbekannt war, als ich vor 20 Leuten gespielt habe, die sind zum Teil auch zufrieden nach Hause gegangen. Warum auch nicht? Waren zum Teil dieselben Texte, die Sie heute auch gehört haben. Das heißt, Sie wären damals vielleicht auch schon zufrieden nach Hause gegangen, aber Sie waren nicht da, weil Sie mich nicht kannten. Jetzt kennen Sie mich aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Nee, bin ich live verlebt, da muss ich hin. Das ist für mich wunderbar. Und ich freue mich wie ein Schneekönig, dass es so gut läuft. Aber es gibt doch heute jede Menge gute Kollegen und Kolleginnen, die mit wunderbaren Programmen auf Tournee sind, die kennen aber keiner. Die sind nicht oft genug im Fernsehen. Und die Veranstalter erzählen immer dasselbe und sagen, das Publikum kommt in großer Zahl nur zu den Leuten, die es vom Fernsehen kennen. Und das ist sowas von traurig. Der Kultur hat was mit Neugier zu tun, mit Interesse. Wenn die hier vom Pantheon jemanden engagiert haben, egal ob für die große Bühne oder für die kleine Bühne, dann hat das immer einen Grund. Auch wenn Sie den nicht kennen sollten. Die machen sich doch Mühe mit dem Programm, die werfen doch keine Pfeile aufs Telefonbuch. Was kann Ihnen denn passieren? Selbst der schwächste Kabarettabend bietet zehnmal so viel geistige Anregung wie das sinnlose Gequassel in allen Talkshows im deutschen Fernsehen gemeinsam. Also. Also raffen Sie sich auf, geben Sie auch den unbekannten Kollegen und Kolleginnen mal eine Chance. Sie wissen nicht, alles, was im Fernsehen läuft, ist gut. Mir können Sie glauben, nicht alles, was gut ist, läuft auch im Fernsehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.